Berichterstattung, Frau Verkehrsstadträtin Sonja Seifried. Ich bin schon da. So, wir befinden uns an einem Ort, wo wir heute, glaube ich, noch nicht so wirklich waren, und zwar in der Fichtenstraße. Vor dabei ist das Baufeld Bettringer Feld. Da links unten geht es Richtung Skilift. Ja, ist das jetzt klar, wo wir sind? Nein, du bist hinten, das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So, also wir sind in der Fichtenstraße. Zur Errichtung der Reihenhausanlage Bettringerfeld wurde die für den Straßenbau erforderliche Grundstücksfläche von den Grundeigentümern abgetreten. Somit kam es zu einer Verlängerung der Fichtenstraße inklusive einer Verbindung zur Tannenstraße. Das heißt, die Straße macht zu einem Bogen um und geht in die Tannenstraße. Nunmehr ist diese Fläche als öffentliches Gut und somit dem Gemeingebrauch zu widmen sowie als Gemeindestraße einzureihen. Es geht jetzt nicht um das kleine Wegerl da oben, wo wir auch schon mal die Diskussion gehabt haben. Fragen? Gibt es Wortmeldungen? Dem ist nicht so, dann kommen wir zum Antrag. Ich stelle den Antrag an den Gemeinderat, die Verlängerung des Grundstücks Nummer 680-22 im Ausmaß von 792 Quadratmeter dem Gemeingebrauch und somit als öffentliches Gut zu widmen und als Gemeindestraße einzureihen. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen? Keine. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Danke. Und dann kommen wir wieder ins Inkobergebiet Süd. Da waren wir heute schon ganz oft. Über die Straßen haben wir schon ganz viel geredet. Das heißt, die wird umgelegt. Das Lagerhaus errichtet auf zwei verschiedenen Grundstücken ein Betriebsgebäude. Diese Grundstücke sind jedoch durch die Gemeindestraße geteilt. Damit das geplante Bauvorhaben erfolgen kann, muss die bestehende Gemeindestraße aufgelassen und an das Lagerhaus verkauft werden. Die Gemeindestraße wird laut Vermessungsplan des Zivilgeometers Diplom-Ingenieur Wittalm umgelegt. Die Errichtung erfolgt durch die Inkoba und wird anschließend an die Stadtgemeinde Freistadt übergeben. Erst danach kann die Verordnung zur Widmung und Übernahme in das öffentliche Gut erfolgen. Bevor jedoch jener Teil, welcher jetzt die Gemeindestraße darstellt, verkauft werden kann, ist dieser als öffentliches Gut aufzulassen. Die genaue Lage und Ausdehnung ergibt sich aus dem angeführten Vermessungsplan. Fragen dazu? Dann bitte zum Antrag. Ich stelle den Antrag an den Gemeinderat, die Teilflächen 2 und 6 aus dem Grundstück Nummer 2061-3 im Ausmaß von 1076 Quadratmeter als öffentliches Gut aufzulassen. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen? Keine. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Zur Berichterstattung Herr Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker. Ja. Eine einmalige Gelegenheit. Ich glaube, so oft wird man nicht mehr die Chance haben, dass wir in der Innenstadt eine neue Straße kriegen. Wie kommt es dazu? Was ist das? Ihr kennt alle dieses Gassel. Und dem wenigsten ist vielleicht aufgefallen, dass da nie ein Name gestanden ist. Es gibt nämlich sehr wohl dort ein Haus, der Celik, der mal die Pizzeria gehabt hat in der Vorgassen, der wohnt dort. Ich glaube, Dechenthofplatz 1 wird das benannt. Ist es natürlich nicht. Es ist ein Gassel. Ich habe ein Kindheitstrauma, ein paar haben vielleicht die Geschichte schon gelesen, mir ist dort elendiglich kalt gewesen, einmal als Kind, so kalt wie noch nie in meinem Leben. Ich könnte ein Trauma lösen, indem ich sage, es war nicht irgendwo kalt, sondern es war in der Brigitte Schweiger Gasse so saukalt, wie auch immer. Aber ganz kurz nur, die Geschichte dieses Gasserl ist schon interessant, nämlich das war nicht immer nur ein Gasserl ohne Häuser. Also ganz kurz nur diese Geschichte. Es hat im 16. Jahrhundert zwei riesige Stadtbrände gegeben und einer dieser Stadtbrände ist von dort ausgegangen. Dort, wenn ihr geht vom Dechenthofplatz zum Vorplatz auf der rechten Seite, wo nur die Mauer ist, und da komme ich gleich nachher nochmal, dort sind Häuser gestanden. Und
zwei Häuser, zumindest sind mir bekannt, das waren Stiftungshäuser, so wie es auch vorne neben der Kirche gibt, und von dort ist der Brand ausgegangen. Und einer dieser Kaplan, würde man heute sagen, hat dieses Feuer verursacht, der hat nachher gehen müssen, der war nicht mehr sehr beliebt in der Stadt, die ganze Stadt ist abgefackelt worden und man hat diese Häuser nicht mehr aufgebaut. Und tatsächlich ist in diesem Garten, jenseits dieser Mauer, noch was da. Da gibt es einen riesigen Keller, da war ich schon mal unten, der zu einem dieser Häuser gehört hat. Jetzt könnte man sagen, ja, könnte man wieder mal was widmen dort. Aha, jetzt sind wir in der nächsten Ebene, nein, so weit sind wir noch nicht, dass wir dort was hinbauen, das ist ein wunderschöner Garten. Aber diese Gasse, um die geht's. Und das habt ihr ja gelesen dann im Vorfeld, das wäre eine einmalige Chance, der Brigitte Schweiger, die ist ja mittlerweile wirklich sehr bekannt, haben wir heuer großartig gefeiert, also im Sommer eine wunderbare Begehung gegeben von mehreren Orten in der Stadt. Da waren über 100 Leute da. Der Herbert John Berger hat auch mitorganisiert. Waren Lesungen und waren so Orte aufgesucht worden, wo sie tätig war. Und da ist diese Idee entstanden, dass man diese sogenannte namenlose Gasse umbenennt. Und ich habe die Familie gefragt, die Schwestern von ihr und der Sohn von ihr war da. Und die waren eigentlich angetan von der Idee, dass die Brigitte Schweiger in der Innenstadt einen Platz kriegt oder eine Gasse kriegt. Natürlich kann man sagen, später mal, wenn irgendwo eine größere Siedlung ist, sei es im Bauland West oder irgendwo, dass man dort auch eine Grünfläche, einen Platz nach ihr benennt. Aber ihr Bezug und ihr Andenken, glaube ich, ist mit der Altstadt von Freistadt in Verbindung. Sie ist ja in der Waggasse gewesen, ist ja dort aufgewachsen. Jetzt besteht die Chance, dass man dieses Gasserl umbenennt. Die einzige Geschichte, soweit mir bekannt ist, wäre sozusagen ein Schüttel aufbringen und möglicherweise dieses eine Haus mit der Dechenhofgasse 5 umzubenennen in Brigitte Schweigergasse 1, ist auch kein schlechter Name. Im Kulturausschuss haben wir darüber beraten, es war eben kurz dieses Ansinnen, etwas Größeres kann man immer noch machen, aber eigentlich waren wir im Kulturausschuss einstimmig, dass wir gesagt haben, das ist nicht viel Aufwand und das sind wir ihr fast schuldig oder ziemlich sicher schuldig. Sie wird heuer eh noch einigermaßen geehrt werden im Rahmen der Literaturtage, die jetzt kommen, wird es auch wieder Lesungen geben und sie wird nicht vergessen werden, aber das wäre jetzt eine Chance, dass man wie immer man das dann nennt, Gasserl, was haben wir denn da hingeschrieben? Gasse oder Gässchen? Darüber könnte man jetzt so debattieren. Gibt es Vorschläge? Oder Weg? Mir wäre persönlich wär also das Gasserl oder die Gasse, Brigitte Schweiger Gasse, was dort steht, mir wäre das am angenehmsten. Es ist ein Gasserl, aber Gasse ist okay. Ja. Gibt es irgendwie Ideen oder Diskussionsbeitrag? Bitte, Frau Stadträtin Sonja Seyfried. Ja, ich war ein bisschen verwundert, wie ich es gelesen habe, muss ich wirklich sagen. Man macht das zu Ehren von einer Person und da bin ich voll dabei, sie hat sich das verdient. Für mich hat ein Andenken an eine Person auch was damit zu tun, dass diese Gasse oder Straße dann auch ein Leben hat. Und nur weil ich da jetzt ein Schüttel hinhänge, ist das nichts Ehrenvolles, sage ich jetzt ganz ehrlich. Da ist mir lieber, wir nehmen im Bauland West die Parallelstraße zur Hirschstraße, das wird die Brigitte-Schweiger-Straße, da wohnen Familien, da gibt es Kinder, die dann sagen, wieso heißt die Gassen so, also die Straßen, wo wir wohnen, so wie es heißt, da wird in der Schule drüber geredet, in welcher Straße wohnst du, damit wird das immer wieder aufgegriffen und das ist, da kommt sie wirklich zu Ehren und bleibt in aller Munde. Ich meine, die Gassen hat viele Jahre keinen Namen gehabt. Nie. Und jetzt ist sie auf einmal so wichtig, na, aber dass danke, sie den Sonja. Brigitte Schweiger, also danke. Das passt für mich überhaupt danke, nicht, Sonja. Weil das für mich keine Wertschätzung ist. Danke, Sonja, ich habe was vergessen vorher bei meinen Erläuterungen und jetzt fällt es mir natürlich wieder ein, selbstverständlich braucht es mehr, selbstverständlich braucht es nicht nur der Brigitte Schweiger Gasse mehr. Ich glaube, das ist ein Manko, das wir überhaupt nicht in Freistadt haben, dass bei vielen Gassen die Leute überhaupt nicht wissen, woher das kommt. Das heißt, das gibt es in anderen Städten schon, dass man zumindest darunter schreibt, wer das war. Wir haben viele Gassen, da stehen irgendwelche Namen, da weißt du nicht einmal, wer ist das gewesen, ist das ein Vorname, Nachname und so weiter und so fort. Die Idee, die wir dort haben, ist, dass man langfristig gesehen, noch einmal auf dieser rechten Seite, wenn man jetzt vom Vorplatz kommt, Richtung Kirchen geht, dass man diese Mauer, die nicht besonders schön ist, dass man die nicht schmückt, sondern dass man da so eine Art Informationstafeln macht. Und das ist wiederum sehr wenig Aufwand. Das heißt, man kann dort Schautafeln machen, man könnte diese Gasse sogar ein bisschen beleuchten, weil die ist nicht lustig im Winter, wenn man jetzt geht, die ist relativ finster, dass man die attraktiviert und dass man dort zum Beispiel
eine Wechselausstellung, nenne ich es jetzt einmal, macht. Einen Rahmen oder mehrere Bilderrahmen macht, wo man zum Beispiel Texte von ihr, Literaturtexte oder auch aktuelle Sachen dorthin gibt. Und damit hätte diese Gasse eine Attraktivierung, eine Aufwertung, in dem Sinne, dass sie so etwas wie ein Kommunikationsort wird. Weil dort könnte man dann, im Winter wird man es nicht tun, die ist wirklich kalt, weil der Wind immer durchpfeift, könnte man stehen bleiben, könnte dort, es ist ein bisschen eng momentan in Corona-Zeiten, vielleicht nicht unbedingt der Kommunikationsort schlechthin, aber das wird es ja wieder irgendwann einmal geben. Das heißt, diese Gasse in dem Sinn aufwerten und natürlich zu erklären, wer war die Brigitte Schweiger. Das wäre das Nächste. Aber danke für den Hinweis, weil es nur das Schüttel hinhängen ist eigentlich zu wenig. Okay? Bitte, Herr Gemeinderat Herbert Schamberger. Ja, ich wollte sagen, wenn man Bücher liest von der Brigitte Schweiger, dann trat sie sehr viel um die Altstadt. Sie ist da groß geworden. Sie hat da sehr viel erzählt von der Altstadt. Und mir gefällt es sehr gut, dass da eine alte Gasse da in der Stadt benannt wird nach sie. Ich beschäftige mich sehr viel mit Brigitte Schweiger, bin ein Verehrer von ihr. Und ich glaube, wir haben noch mehr mit ihr los, weil mit ihr vor, wollte ich sagen. Und es ist ein schönes Zeichen, dass in der Stadt diese Gasse gibt. Und ich freue mich einfach, dass ein paar Schritte jetzt passieren. Jetzt gibt es die Gedenktafel, jetzt gibt es dann eine Gasse. Und ich glaube, also ich habe noch mehr vor, es gibt da eine Gruppe, wo man nur wirklich die Frau Brigitte Schweiger da, wo man nur mehr Würdigungen haben wollen. Und ich finde, es ist ein schöner Anfang in der Altstadt. Und es geht ja nicht um die Größe von einer Straße, sondern es geht auch um ein schönes kleines Gässchen in der Altstadt, das auch in ihren Geschichten wo vorkommt. Danke, bitte, Herr Gemeinderat Reitbauer. Ja, ich habe da, wenn da im Antrag, wenn ich so lese, ein würdiges Zeichen der Wertschätzung, na dann denke ich mir, ob dieses Wegerl da ein würdiges Zeichen der Wertschätzung ist, seid mir nicht besser, aber da bin ich anderer Meinung. Sie hat ein internationales Renommee, das ist keine Frage, sie hat das immer noch, das Renommee. Ihr Erstlingsbuch ist noch ganz weit vorn in der Literaturliste. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich persönlich komme in eine Stadt und suche sozusagen etwas von einer, wie der Herbert gesagt hat, einer verehrten Schriftstellerin und dann finde ich dort so einen großen, dann weiß ich nicht, ob mir das noch recht gefallen würde. Auf der anderen Seite haben wir in Freistadt irgendwann einmal angefangen und haben, sage ich einmal, das Viertel mit den Bäumen, mit den Sträuchern, mit den Vögeln. Wir haben da draußen auch schon eine Rosikerstraße, eine Werfelstraße. Warum bitte muss man die Stefan-Zweig-Straße, also wir haben dort schon Schriftsteller beieinander, warum muss man das jetzt, ich sage es jetzt einmal provokant, so übers Knie brechen und unbedingt dort jetzt in einer Gasse, die meiner Meinung nach wirklich kein Renommee ist, unbedingt was machen. Und da ist jetzt, glaube ich, Sonja hat es gesagt, wenn man da draußen jetzt das Bauland Fest haben, dort entsteht in absehbarer Zeit, entstehen dort eine neue Straße. Also dort könnte man es, glaube ich, wesentlich besser dazu tun. Ist mir schon klar, ist nicht in der Altstadt, wo sie gelebt hat. Aber trotzdem würde ich sagen, also für mich ist dieses Gässchen ohne Namen kein Renommiergassen, wo ich sage, okay, das machen. Ob man da jetzt drunter dazu schreibt, bekannte Schriftstellerin und. Aber ich würde sagen, also mir gefällt es nicht unbedingt dort. Darf ich da antworten, weil du direkt angesprochen hast, die Wertschätzung oder beziehungsweise die, wie sagt man, das Renommee, dieses Gasserl. Ich habe geredet mit den Schwestern und meinem Sohn, der das erste Mal, seit die Brigitte Schweiger gestorben ist, da dabei war, der sehr gerührt war über diese unglaubliche Anteilnahme, nennen wir es mal Anteilnahme, es war anlässlich ihres Todestages. Und denen hat das total gut gefallen. Die haben gesagt, das ist genau, weil es so fein ist und so klein ist und weil es in der Altstadt ist. Das ist nämlich schon einmal ein Unterschied. Die Brigitte Schweiger war keine mondäne Größe. Die ist natürlich international bekannt, aber das Flair. Und denkt sich wieder, und da hat die Sonja sicher recht gehabt mit dem ersten Ansatz, dass sie sagt, oder du sagst es jetzt auch wieder, dass es nicht würdig ist. Nicht? Aber denkt sich, dass das aufgewertet wird. Und man kann aus dem Gasserl was machen. Jeder geht durch und checkt eigentlich gar nicht, was das ist. Und das verdient eine Aufwertung. Nicht? Und was sonst, außer Brigitte Schweiger? Mir fällt sonst nichts ein. Es ist durchaus möglich, und das ist der Ansatz kommen, eben bei Bauland West, habe ich selber gesagt, dass man da aggressere Straßen benennt, nur die findet keiner.
Also ich sage, die Leute, und ich bin Stadtführer, ihr wisst es ja, in der Altstadt drinnen, und man geht beim Geburtshaus vorbei und da sagt man, wo war sie? Und da wollen die wissen, ich kenne es alle, diesen Frauendeich sind wir zum Beispiel auch gewesen bei dieser Begehung im Sommer, und jeder kennt diese Zeile von der Brigitte Schweiger, wo sie sagt, Freistadt liegt am Frauendeich und rundherum liegt Österreich, juppei die, juppei da. Pff, ja, aber das ist die Altstadt, also ich krieg's nicht weg. Natürlich kann man jetzt debattieren und kann sagen, nur draußen oder auch vielleicht einmal beides. Aber ich plädiere jetzt einmal dafür, dass dieses Provisorium seit dem 16. Jahrhundert, diese Gasse ohne Namen, endlich einmal zugeordnet wird mit Brigitte Schweiger Gasse. Bitte. Danke, Herr Vizebürgermeister Christian Kratzl. Ja, es ist schon so viel gesagt, und jetzt der Kollege Reitbauer hat mir einiges vorweggenommen. Ich denke auch, also wir könnten möglicherweise im Wesen da wirklich was machen für die Frauen. Ja, wir haben eben die Vögel, die Bäume, wir haben die Dichte. Ich wohne in der Stefan-Zweig-Straße, bin schon gefragt worden, wer war denn der Stefan Zweig von einem Kind? Ja, das ist nämlich auch ganz nett, wenn wer durch die Straße, ein kleiner Spandus durch die Straßen marschiert und fragt, wer war denn leicht das? Aha. Insofern denke ich mir, hätte man da vielleicht auch eine Chance, dass man die Frauen, unsere berühmten Frauen, und ich glaube, dass die Brigitte Schweiger durchaus eine ist, die Wertschätzung verdient in der Richtung, vielleicht, dass man die im Bauland West dort zusammenziehen. Schauen wir mal. Wäre eine Möglichkeit. Und finde die Idee ganz gut und nett. Danke bitte, Hermine Moser. Ich plädiere für eine Brigitte Schweiger Straße im Bauland West und für die Brigitte Schweiger Gasse im Zentrum. Hermine, wäre das ein Zusatzantrag für beide Lösungen? Hauptantrag und Zusatzantrag. Oder Sonja, kommt von dir ein Gegenantrag auf Benennung der Straße im Bauland oder in der Westzeit auf Brigitte Schweiger Straße? Ja? Ja. Bitte, Herr Gemeinderat Wittmann. Und das Sonja werden wir natürlich gerne unterstützen, weil der Hubert hat es ausgeführt, warum. Ich sage aber auch noch persönlich was dazu. Das war für mich als kleiner Bub die Fenstergassen, die Kaldegassen. Ich glaube für euch alle auch. So sind wir aufgewachsen worden, sind wir von der Volksschullehrerin durch die Stadt geführt worden, ist uns das erklärt worden. Und das seit Jahrhunderten, Klaus. Ich glaube, das hat schon einen Wert da, dass das so ist dort. Und das sollte man in diesem kleinen Bereich auch belassen. Nur dazu, was eigentlich bis auf ein Haustier sonst gar nichts gibt. Aber wie gesagt, so ein Antrag wird von uns gerne unterstützt werden. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Gemeinderat Wolfgang Affenzeller. Es wird nicht darauf passieren, dass ich mich zu einem kulturellen Thema auch melde. Grundsätzlich gebe ich der Sonja recht, das, oder den Vorrednern auch, ich glaube, das schaut einfach nicht gut aus, so eine kleine Dunkelgassen an so eine renommierte Person wie die Brigitte Schweiger zu vergeben. Dennoch, ich finde die Idee, Klaus, nicht schlecht, da kann man durchaus in dieser Gassen was machen. Da kann man so Texte aufhängen, bitte macht im Kulturausschuss da irgendwelche Ideen, botzt da was aus, weil dann ist vielleicht die Gassen vielleicht ein bisschen wirklich mehr belebt. Ja, das kann man durchaus mit Licht machen, aber lassen wir es bei der Gassen, die sollten nicht unbedingt den Namen tragen. Und wir haben eh ein Geburtshaus oder ein Wohnhaus von der Brigitte Schweiger in der Wackgassen. Das kann man ja beschildern, wie es eigentlich normalerweise üblich ist, dass dort eine größere Tafel hinkommt, wo man sagt, aha, das ist ihr Haus gewesen, von da bis da, fertig. Die Gedenktafel gibt es schon. Gedenktafel, ja. Und nein, ich sage, das gehört dann, dass die Leute, das wollen sie dort sehen. Und dann kann man darauf hinweisen, dass dann in den Gasserl halt eine Sonderausstellung von mir aus gibt. Ja. Und ich möchte da zum Vizebürgermeister Kratzl sagen, auf jeden Fall, da draußen besteht jetzt die Möglichkeit, ich glaube, die Idee ist ja für dich, Hermine, dass wir eben keine Frauen haben. Mir ist auch noch nie richtig aufgefallen. Aber warum soll man nicht da draußen dann die Frauen, also die Straßen oder die Gassen dann mit Frauennamen benennen? Passt schon so. Darf ich?
Bitte. Na, wenn schon die Euphorie so groß ist, und das höre ich jetzt außer, dass ihr euch einig seid, dass die Brigitte Schweiger so eine Jahrhundertgröße ist, dann verdienen sie sie, was die Hermine gesagt hat, und den Antrag stelle ich jetzt auf Abänderung, dass sie beides kriegt. Aber fangen wir an mit der Gossen. Bitte fangen wir an mit der Gossen. Und wenn wirklich das Bauland West so toll wird, wie wir heute gesagt haben, dann kriegst du einen Platz. Weil ein Gasserl und der Straßen ist vielleicht wirklich ein bisschen komisch. Aber da gibt es ja halt dann einen Platz da draußen, ne? Den Brigitte Schweiger Platz. Ne? Und das vertrauen wir, weil wir haben eine Jahrhundertgröße. Herbert wird mir zustimmen. Das ist jetzt mein Antrag, vielleicht darf ich das so formulieren, bitte, dass ich sage, ich ändere in Abänderung, in Erweiterung, dass wir das machen. Bitte, das ist eine Notwendigkeit, das ist wirklich ganz eigenartig. Und man tut sich leichter, indem man sagt, das ist nicht irgendwas, ein Schlurf, und es ist ein Schlurf, und es stimmt, es gehört aufgewertet. Und Wolfgang, der Antrag oder der Vorschlag ist, geht genau in diese Richtung. Es muss mehr passieren dort und es wird mehr passieren, das ist nicht viel Aufwand. Das kann eine Begegnungszone werden und dann wird ja jeder sagen, wunderbar, das passt zu der Brigitte Schweiger. Weil mehr können wir dort nicht machen. Weißt, das Haus, das war extrem schwierig. Wir waren im Kulturhaus schon einigermaßen beschäftigt. Das hat fast ein Jahr gedauert. Die Maria Kaffer sitzt da, wir haben uns da extrem blockt. Also glaub nicht, dass du einfach so eine Tafel an ein Haus befestigen darfst und der Hausbesitzer sagt, hurra, das habe ich schon längst gewartet. Das war verdammt schwierig, einen Platz zu finden, das glaubt man gar nicht, weil dann hängt dann so dort und dann denkt man, es war immer so dort, das war die Idee, dass man es so macht, aber das war fast nicht möglich, dass man einen Platz findet. Nein, das geht nicht, weil da könnte einmal eine Werbetafel kommen, nein, das ist zu hoch, das ist zu tief und so weiter. Und das denkt man am Spital mit, nichts gegen das denkt man am, aber es war nicht ohne. Also ich bin froh, dass wir das dort erledigt haben und ich glaube, dass diese Aktivität, diese Benennung dieser Gasse eine Minimalinvasion ist. Ich nenne es jetzt einmal so. Das ist ein Schüttel, das man macht und das ist es. Außerdem kann man es immer noch umbenennen, wenn es einem nicht taugt. Nicht? Aber bitte, mein Antrag, Erweiterung, erster Schritt, Brigitte Schweigergasse in der Altstadt und wenn das Bauland West so weit ist, wie lange wird es dauern? In einem Jahr, zwei Jahren, dass man schon sagt, das macht dann, wer entscheidet das dann da draußen? Der Antrag kommt aus dem Kulturausschuss, das heißt, das ist der Hauptantrag. Ja. Das heißt, wenn Sonja, wenn du bei deinem Gegenantrag bleibst, dann müsste Hermine einen Zusatzantrag formulieren, dass man sagt, man benennt sowohl die kleine Gasse um in Brigitte-Schweiger-Gasse und schafft im Bauland West einen Platz, der dann in Brigitte-Schweiger-Platz umbenannt wird. Ich stelle den weiteren Antrag, dass man beginnt mit der Brigitte-Schweiger-Gasse und im Bauland West dann die Brigitte-Schweiger-Straße oder auch, wenn sich dort ein Platz ergibt, Brigitte-Schweiger-Platz, Straße oder Platz, was sie am besten ergibt, dass man das dann so fortführt. Das ist mein Antrag, der dritte. Okay, danke. Dann beginnen wir mit dem Gegenantrag von Frau Stadträtin Sonja Seyfried auf Benennung einer Straße im Bauland West in Brigitte-Schweiger-Straße. Wer mit dem Gegenantrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Nicht alle Stimmen der SPÖ-Fraktion ohne, alle Stimmen der SPÖ-Fraktion ohne Herrn Harrand, alle drei Stimmen der WIF-Fraktion, alle Stimmen der FPÖ-Fraktion. Gegenstimmen. Alle vier Stimmen der Grünen-Fraktion, der ÖVP-Fraktion und von... Clemens hat nur für die Straße gestimmt, für den Gegenantrag, also ÖVP-Fraktion ohne Clemens Beussel. Und Herr Harrand. Das heißt, der Gegenantrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Zählt jemand mit? 17, 16? Sind wir mehrheitlich? Moment. Ja, genau. und 4 ist 20 und Patricia 21. Also der Gegenantrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Okay, bitte. Wir wiederholen die Abstimmung zum Gegenantrag. Wer stimmt für den Gegenantrag? Drei Stimmen der WIF-Fraktion, alle Stimmen der FPÖ-Fraktion, alle Stimmen der SPÖ-Fraktion ohne Herrn Harrand. Und Clemens Beussel der ÖVP-Fraktion. Sind wie viel? Sind 15. Okay. Keine Mehrheit für den Gegenantrag. Wir kommen zum Hauptantrag von Herrn Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker. Antrag an den Gemeinderat der bis dato namenlosen Gasse zwischen Pfarr- und Dechernhofplatz die Straßenbezeichnung Brigitte-Schweiger-Gasse zu geben. Wer
mit diesem Antrag einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Der Zusatzantrag kommt. Der Zusatzantrag kommt noch, der kommt nach dem Hauptantrag. Alle Stimmen der Grünen-Fraktion. Sehr, hast du mitstimmen. Herr Harrand. Zusatzantrag. Alle Stimmen der ÖVP-Fraktion ohne Clemens Beussel. Das heißt, der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Zusatzantrag von Gemeinderätin Hermine Moser. Zusatzantrag, die Gasse in Brigitte-Schweiger-Gasse umzubenennen und einen weiteren Platz im Bauland West zu suchen, der dann den oder Straße in Brigitte-Schweiger-Platz oder Straße umzubenennen. Wer mit diesem Zusatzantrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Alle Stimmen der Grünen-Fraktion, Herr Harrand von der SPÖ-Fraktion und das sind zu wenig. Warum jetzt ÖVP-Fraktion? ÖVP-Fraktion. Ja, bitte. Bitte aufzeigen. Zeig's gescheit auf. Martin Babler, Gerd Simon, Bertram Hackhofer, Boldi Bammer, Gabi Lackner-Strauß, Maria Kafka, Johanna Jax, Harald Würzel, dann Patricia Winkler. Vier Stimmen der Grünen habe ich schon gezählt. Herr Harrand habe ich schon. Zählst du? Also ich ja. Ja. Und ich? Wie dazu? 13, 14? Ja? Geht sich nicht aus, der Zusatzantrag wurde abgelehnt. Das heißt, wir bleiben beim Hauptantrag. Danke. Trotzdem vielen, vielen Dank. Mama entwickelt sich was zu einem Gremium, wo man gar nicht glaubt, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass das durchgegangen ist. Das war mir ein großes persönliches Anliegen. Danke nochmal. Danke. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Nachwahlen in Ausschüsse. Veränderungen im Mitgliederstand des Gemeinderates machen eine Reihe von Nachwahlen in Ausschüssen der Gemeinde notwendig. Dr. Eva Scharitzer-Würl von der ÖVP-Fraktion hat aufgrund eines Wohnsitzwechsels das Gemeinderatmandat verloren. Andreas Roland Kutscherer von der ÖVP-Fraktion verzichtet auf sein Mandat als Ersatzmitglied im Ausschuss 3 und Magister Torel Fosen von der ÖVP-Fraktion verzichtet auf ihr Mandat als Ersatzmitglied im Ausschuss 8. Es sind daher Nachwahlen für den Ausschuss 3 und 8 erforderlich. Es liegen gültige Wahlvorschläge der ÖVP auf und lauten folgendermaßen. Obmann Stellvertreter im Ausschuss 3 Jürgen Hutterer, Mitglied im Ausschuss 3 Gerd Simon, Ersatzmitglied im Ausschuss 3 Silvia Spindler. Mitglied im Ausschuss 8 Kommerzialrätin Gabriele Lackner-Strauß, Ersatzmitglied im Ausschuss 8 Franz Kager. Gibt es einen Antrag auf offene Abstimmung? Bitte, Julian Beierleitner. Nachdem ich jetzt im Didi ein paar Jahre zugehört habe, geht sich das jetzt nur aus. Ich stelle den Antrag auf offene Abstimmung. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gibt es eine Gegenstimme? Dem ist nicht so. Wir führen die Wahl mit offenen Handzeichen durch. Wer mit dem Wahlvorschlag oder mit den Wahlvorschlägen einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen? Keine einstimmige Annahme. Ich gratuliere zur Wahl und wünsche den Mitgliedern gutes Schaffen in den Ausschusssitzungen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Anträge gemäß § 46 Absatz 2 der Oberösterreichischen Gemeindeordnung der FPÖ und WIF-Fraktion.
Danke. Die FPÖ hat den Antrag gestellt, dass die Stadtgemeinde Freistadt die Voraussetzungen für die Schaffung einer Primärversorgungseinrichtung schaffen solle. Vielleicht vorweg, also es hat wieder jede Fraktion von uns den Antrag bekommen. Definieren wir zuerst einmal, was ist überhaupt eine Primärversorgungseinrichtung, und dann kommen wir dazu, warum ist das wirklich ein wichtiges Thema. Ich lese einfach mal runter: Eine Primärversorgungseinrichtung, kurz PVE, ist eine neue Organisationsform für eine ganzheitliche primäre Gesundheitsversorgung. In einer PVE arbeiten mehrere Allgemeinmediziner und verschiedene Gesundheitsberufe eng im Team zusammen und haben einen Kassenvertrag mit der österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Das heißt, in puncto Personal haben wir es mit mindestens drei Allgemeinmedizinern zu tun, die ergänzt werden von diplomierten Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen. Außerdem sind dort unterschiedlichste Therapeuten stationiert. Es sind auch Hebammen, Diätologen und so weiter möglich. Das heißt, die Spezialisten sind sofort verfügbar, was auch ein Vorteil ist für die Ärzte, die dadurch entlastet werden. Natürlich, wenn Bedarf nach einem Facharzt besteht, erfolgt eine Überweisung an einen solchen. PVEs können auch als Ausbildungsstätten fungieren für künftige Mediziner und Therapeuten und sind international anerkannt als erste Anlaufstelle für die Primärversorgung. Derzeit gibt es in Österreich, in Oberösterreich, 5 PVEs. Der Plan wäre gewesen, dass es 2021 13 an der Zahl sind. Das wird sich womöglich nicht ausgehen. Bis 2025 waren 25 geplant. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn Freistadt die 6. PVE bekommen würde. Warum wäre das gescheit? Zum einen einmal für die Patienten und Bürger, weil so eine PVE schlichtweg mal länger offen hat, was ideal ist für Berufstätige zum Beispiel. Es ist aber auch so, wenn ein Arzt krank ist oder im Urlaub, ist jetzt die Ordination nicht zu, sondern die PVE hat weiterhin offen. Ganz grundsätzlich darf man von kürzeren Wartezeiten ausgehen. Die Herangehensweise ist eine sehr ganzheitliche. Es ist ein erweitertes Leistungsangebot. So kann zum Beispiel der Arzt den Patienten gleich an den Therapeuten weiterleiten. Ganz grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass die Kommunikation eine einfachere ist unter den Ärzten, aber auch zwischen den Ärzten und den Therapeuten. Ein sehr positiver Nebeneffekt ist, dass auf diese Art und Weise auch noch die Spitalsambulanzen entlastet werden, was auch dort zu dringend notwendigen verkürzten Wartezeiten führt. Das Gesundheitssystem ist eine teure Sache. Die Krankenhäuser in Oberösterreich kosten jährlich 2,3 Milliarden Euro. Da ist jetzt nur gut und recht, wenn wir hier Einsparungen lukrieren und wenn der Patient beispielsweise stets die bestmögliche, ausreichende Versorgungsschiene ansteuert, spart man Geld. Man vermeidet quasi, wo bin ich richtig, Gesundheitsaufgaben. Auch setzt eine PVE einen verstärkten Fokus auf Gesundheitsförderung und Prävention. Und das ist natürlich am besten für die Volkswirtschaft, wenn die Leute erst gar nicht erst krank werden. Unsere Stadtgemeinde Freistadt darf auch mit zahlreichen Vorteilen rechnen. Unsere Bezirkshauptstadt wird aufgewertet. Auch wird der Gemeindesanitätsdienst entlastet. Das sieht die angekündigte Novelle des oberösterreichischen Gemeindesanitätsdienstgesetzes vor. Im Jahr 2018 hat die Gemeinde ein strategisches Papier verabschiedet. Da waren ein paar strategische Leitsätze dabei, wie zum Beispiel: die medizinische Versorgung sei bedarfsorientiert ausgerichtet und Freistadt möge ein starkes regionales Zentrum sein. Genau das fördert natürlich eine PVE. Ich habe jetzt mehrere Argumente schon gebracht, warum eine PVE sinnvoll ist. Ein ganz wichtiger Grund, der kommt aber jetzt erst. Was ihr jetzt seht, ist eine Statistik, die noch keine 3 Wochen alt ist, aus der Kronenzeitung. Da sieht man die Jahrgänge der oberösterreichischen Hausärzte und wie viele es davon gibt. Zum Beispiel gibt es, das ist die zweite Säule von links,
20 Hausärzte, die jetzt 48 Jahre alt sind. Was man schon mal sieht, ist, dass die Säulen nach rechts größer werden. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt nämlich, dass in den nächsten 10 Jahren ca. 40% der jetzt aktiven Hausärzte in Pension gehen werden. Und das ist tatsächlich ein Dilemma, weil wir Gefahr laufen, einen Ärztemangel zu haben. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, das ist Zukunftsmusik, dem ist nicht so. Zum Beispiel wurde eine Kassenarztstelle für den Allgemeinmediziner in Freistadt 9 Monate unbesetzt. Seit Juli 2018 gibt es keinen gynäkologischen Kassenarzt. Der wurde dann in einer Sonderlösung installiert mit dem Klinikum Freistadt. Auch wurde der Kinderarzt erst nach 10 Monaten besetzt. Und es ist wichtig, dass wir hier mit Voraussicht agieren, damit uns nicht dasselbe passiert wie bei den Pflegekräften. Es dauert nämlich eine Weile, bis ein Hausarzt tatsächlich voll ausgebildet ist. Und ein Dilemma dabei ist dann auch noch, dass rund 40% der bereits ausgebildeten Ärzte ins Ausland abwandern. Wenn Unternehmen merken, dass sie nicht die entsprechenden Fachkräfte bekommen, betreiben sie sogenanntes Personalmarketing. Und genau sowas wäre zielführend, wenn hier auch die Gemeinde Freistadt betreibt. Sprich, dass es attraktive Umstände für Ärzte schafft. Und eine solche PVI ist deswegen für Ärzte attraktiv, weil es zum Beispiel mehrere Entlohnungssysteme anbietet. Ein besonders attraktives scheint mir die Weiterbezahlung pauschal des Vorjahresverdienstes plus 5%. Auch hat eine PVE das Potenzial, die Work-Life-Balance für die Ärzte zu verbessern. Die Ärzte können sich voll konzentrieren auf ihre medizinischen Tätigkeiten, da die PVE, wenn sie als GmbH geführt wird, einen Geschäftsführer hat. Das heißt, Zettel, Bürokratie etc. ist nicht Teil der ärztlichen Aufgabe. Es gibt ein paar Voraussetzungen, unter denen eine solche PVE gegründet werden kann. Erstens sagt einmal das Primärversorgungsgesetz, dass du mindestens 6.000 zu Versorgende brauchst und du solltest, diese PVE sollte idealerweise in Krankenhausnähe installiert werden. Das ist in Freistadt natürlich wunderbar gegeben. Die Landeszielsteuerungskommission Oberösterreich hat 4 geeignete Standorte im Mühlviertel festgestellt oder identifiziert und eine davon ist Freistadt. Es gibt 3 Organisationsformen für eine solche PVE, eine OG, eine GmbH mit einem Geschäftsführer, aber es ist auch möglich, eine PVE als Ambulatorium zu führen, da werden die Ärzte von einem Krankenhaus gestellt. Ich möchte hier ganz klar sagen, es ist hier ein Nicht-Ziel, den bestehenden Hausärzten Konkurrenz zu schaffen. Es ist auch nicht das Ziel, hier überhastet zu agieren. Tatsächlich wird eine PVE sicher nicht binnen Wochen installiert, sondern da reden wir für gut und gerne von 2 bis 3 Jahren. Gesundheitsversorgung, ich glaube, da sind wir uns einig, hat keine politische Farbe. Eine PVE ist absolut frei von Ideologie. Es muss ein parteiübergreifendes Interesse sein, eine nachhaltige Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Es ist übrigens auch Teil des türkis-grünen Regierungsprogramms und eine gewisse Landeshauptmann-Stellvertreterin Haberlander sagte im Volksblatt kürzlich, Primärversorgungszentren sind wirklich ein zukunftssicheres System, um die Patientenversorgung sicherzustellen. Es ist wichtig, jetzt schon die Weichen zu stellen und schauen, in der Pole Position zu sein. Warum? Naja, wenn ein Ärztemangel ist, heißt das, dass es einen Kampf um Ressourcen geben wird. Und der hier als erstes agiert, der wird hier eben in der Pole Position stehen. Es gibt bereits Interesse an PVEs von anderen Gemeinden, wie zum Beispiel im Bregarten. Und eine proaktive Herangehensweise hat sich immer noch als vorteilhaft herausgestellt, weil man dann mitgestaltet. Das gilt übrigens auch für die Ärzte, da dieses Zeitfenster, wo man das Honorierungsmodell wählen kann, nicht unbeschränkt offen sein wird. Derzeit gibt es die Möglichkeit von Anschubsfinanzierungen oder dass ein Primärversorgungsmanager zur Verfügung gestellt wird. In der Pole Position ganz sicher war auch Haslach an der Mühl. Tatsächlich ist man dort schon im Ziel. Dort gibt es nämlich bereits eine PVE, die wir uns auch angesehen haben.
installiert oder geleitet wird sie von Dr. Erwin Rebhandl, der ist parteifrei, war 37 Jahre praktischer Arzt und er hat diese PVE in Haslach initiiert und er sagt ganz klar, das wurde auch von Patienten bestätigt, es gibt Vorteile für Patienten, Ärzte und die Gemeinde. So hat man jetzt am Vormittag immer drei Ärzte, Nachmittag dreimal bis 19 Uhr geöffnet und auch die tägliche Visite im Seniorenheim ist sichergestellt. Dass PVEs ein Erfolgsmodell sind, es ist, liegt auf der Hand, so wird zum Beispiel das PVZ in Enns wegen des hohen Zuspruchs ausgebaut. Der erwähnte Dr. Erwin Rebhandl war so nett, uns auch eine Videobotschaft zu übermitteln. Die werde ich jetzt versuchen, auch kurz abzuspielen. Dauert genau eine Minute, wenn denn die Technik mitspielt. Mein Name ist Erwin Rebhandl. Ich bin seit fast 3 Jahren in der Primärversorgungseinheit in Haslach an der Mühl gemeinsam mit 2 anderen Kollegen tätig. Ich war vorher 37 Jahre in der Einzelpraxis. Wir arbeiten mit diplomierten Krankenschwestern zusammen mit Physiotherapie, mit Ergotherapie, mit Logopädie, Diätologie, Psychotherapie, Sozialarbeit und haben dadurch in unserer täglichen Arbeit eine starke Entlastung. Wir haben mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung, können uns intensiver um den Einzelnen kümmern, weil wir viele Dinge an unsere Therapeuten und Krankenschwestern delegieren können. Ich hoffe, dass diese Idee der Primärversorgung sich weiter durchsetzt, dass andere Gemeinden und andere Kollegen dieses Modell auch umsetzen und so die Grundsätze der Primärversorgung auf eine neue Basis stellen und die Patientenversorgung dadurch deutlich verbessern kann. In diesem Sinne hat die FPÖ den Antrag gestellt, dass Freistadt ehestmöglich alle notwendigen Voraussetzungen schaffe, um in Freistadt eine PVE zu etablieren. Der erste Schritt aus unserer Sicht ist eine Informationsveranstaltung, organisiert von der Stadtgemeinde, gemeinsam mit Hausärzten und Bürgern in Absprache mit der ÖGK, dem Land Oberösterreich, der Oberösterreichischen Ärztekammer, der ProGES und auch der erwähnte Dr. Rebhandl hat sich bereit erklärt, hier zur Verfügung zu stellen als Informationsgeber. Ziel muss letztlich sein, eine konkrete weitere Vorgehensweise und auch die Gewinnung der bestehenden Hausärzte in Freistadt für die PVE, denn die Ärzte, um die geht es letztlich, die sind das Um und Auf. Für diesen Antrag bitte ich um eure Zustimmung und ich möchte zu bedenken geben, dass es hier um nicht weniger geht, als um die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung. Danke. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Herr Gemeinderat Hubert Reitbauer. Danke. Eines vorab zur Klarstellung. Du hast gesagt, 40% der Ärzte, die ausgebildet sind, verlassen Österreich. Das stimmt so nicht, die gehen heim. Und die gehen heim deswegen, wir haben, das ist allerdings ein europäisches Problem, es gibt eine Regelung, Medizinstudentenplätze von 100 Plätzen müssen 30 für Nicht-Österreicher reserviert sein. 70 Österreicher, 25 EU-Ausländer, 5, sage ich jetzt mal, restliche Ausländer. Das heißt, die 30, die wandern nicht ab aus Österreich, die gehen einfach wieder heim. Wenn ich mir die Deutschen zum Beispiel nehme, der schafft in Deutschland den Numerus Clausus nicht, geht nach Österreich studieren und geht dann wieder nach Deutschland zurück. Das war das eine, die Pensionswelle, das stimmt schon, das ist keine Frage. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht, weil Medizin ist nicht mein Thema. Ich habe mit ein paar Ärzten geredet. Einen, der hat mir ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, den darf ich zitieren, das ist der Primarhofer. Der hat, wenn ich seine Worte gebrauche, gesagt, ein ausgemachter Schwachsinn. Diese Dinge. Ja, ist Fakt, das hat er gesagt, darum habe ich auch gesagt, ich darf ihn zitieren.
Er geht davon aus und hat gesagt, wenn man so eine Einrichtung schafft, wir in Freistadt haben alles. Wir haben die nötigen Hausärzte, wir haben ein Fachärztezentrum. Und er sagt, das Fachärztezentrum ist vollkommen privat finanziert worden. Seiner Meinung nach, diese Einrichtung, und dann könnte man in Haslach nachfragen, kostet, um sie voll funktionsfähig zu machen, 6 bis 8 Millionen Euro. Jetzt frage ich mich, wo das Land Oberösterreich für 25 oder was geplant waren, solcher Einrichtungen das Geld aufbringt. Das, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wie gesagt, Fritz hat auch gesagt, das ist der erste Schritt zur Verstaatlichung des Gesundheitswesens. Das ist die Aussage, und der Primar Hofer ist, glaube ich, nicht irgendwer, der ist schon auf seinem Gebiet durchaus zu akzeptieren, seine Aussagen. Ich darf kurz korrigieren, also bei den 40% ist durchaus möglich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob dort jene, die vom Ausland herkommen zum Studieren, ob die da dabei sind. 75% sind für Österreicher, also sprich 20% EU-Bürger und 5% Drittländer. Aber es ist durchaus möglich, dass bei den 40% die dabei sind. Das ist 70-30, definitiv 70-30. Gut, habe ich jetzt eine andere Zahl. Ist jetzt auch nicht entscheidend, weil wir das natürlich eh nicht verändern können, wie da diese Zahlen oder diese Vorgaben in Bezug auf das Studium sind. Fakt ist, wir haben ein Thema und ich glaube schon, dass es gescheit ist, dass man da jetzt attraktive Schritte setzt. Man muss, wie gesagt, langfristig denken. Eine Frage noch. Hat es schon Gespräche gegeben mit den Hausärzten? Also wir haben alle Hausärzte per Brief informiert über diese Idee. Gespräche haben wir nicht geführt. Danke. Bitte, Frau Gemeinderätin Hermine Moser. Also für mich, aber nicht für mich allein, aber auch für mich steht es außer Zweifel, dass diese Primärversorgungseinrichtungen für die Zukunft der gangbare Weg sind, um die Gesundheitsversorgung einfach sicherzustellen, und zwar eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung. Und ich kann in sehr vielen Punkten zustimmen, also dem Vortrag zustimmen. Ich weiß auch, dass die Ärztekammer sich sehr, großteils sehr negativ zu den PVEs ausgesprochen hat. Das hat verschiedenste Gründe. Für mich ist es müßig, die zu betonen. Aber worum es mir mehr noch geht, vor circa 2 Jahren war eine vielbeachtete Veranstaltung vom Krankenhaus vom Klinikum Freistadt genau zu diesem Thema. Und die Krankenhausärztinnen und Ärzte haben sich dafür ausgesprochen, dass so ein Zentrum in der Nähe des Krankenhauses errichtet wird, und eben auch mit dem Hinweis, dass Menschen, die kleinere gesundheitliche Probleme haben und dann oft in den Tagesendzeiten die Ambulanz belasten, auch die teure Ambulanz belasten, dass die in so einem PVE gut versorgt werden könnten und eben dann die Patienten weitergeleitet werden, die tatsächlich ein Krankenhaus brauchen. Also das alles steht für mich, zeigt sich für mich ganz klar. Nur haben der Unterschied, den ich dort rausgehört habe, ist, dass so ein Zentrum dann auch für einen größeren Umkreis zur Verfügung stehen soll, weil es mag sein, dass es auch in Freistadt schwierig ist, also ja, es ist auch in Freistadt schwierig, freie Arztstellen zu besetzen, aber noch viel schwieriger ist es in den Umlandgemeinden, je kleiner und abgelegen eine Gemeinde ist, umso schwieriger wird es, dass sich ein Arzt oder eine Ärztin findet, die so einen Posten übernimmt, wo man eben immer allein, also Einzelstreiterin oder Streiter ist. Ja, und ich würde gern wieder diesen Vorschlag des Krankenhauses, diese Initiative aufgreifen, schauen, wie sind deren Vorhaben gediehen, und wie kann man dieses PVE eventuell so machen, dass es auch den Menschen aus umliegenden Gemeinden zur Verfügung steht? Also ich möchte das Ganze einfach größer denken und
Und eins ist klar, solange es Hausärztinnen und Ärzte in Freistadt direkt gibt, die noch relativ weit weg vom Pensionsalter sind, dann wollen die vielleicht ihre Praxis so wie gewohnt weiterführen. Also muss man da irgendwie in zweifacher Hinsicht denken und planen. Danke. Danke, Herr Gemeinderat Julian Perleitner. Ja, ich bleibe jetzt einmal in Freistadt und es ist schon fortgeschrittene Stunde. Für mich sind da einfach ganz, ganz viele Fragen offen. Wir haben jetzt schon gehört, es wurde mit den niedergelassenen Ärzten, wir sind informiert worden, es wurde nicht gesprochen. Die Standardfrage ist nicht geklärt. Es ist nicht geklärt, wer das betreiben soll, wer ist der Geschäftsführer. Ich habe auch ein bisschen ein Problem mit dem Antrag. Da steht nämlich, die Stadtgemeinde Freistadt soll erstmalig alle notwendigen Voraussetzungen schaffen. Was bedeutet das? Sollen wir das Gebäude auch zur Verfügung stellen? Dann sind wir eben bei diesen 7 Millionen Euro vielleicht. Für mich ist das noch ganz, ganz weit weg. Es war jetzt einmal eine erste Präsentation. Ich wüsste jetzt auch keinen Ausschuss, in dem man das eingeben könnte. Dementsprechend stelle ich jetzt den Gegenantrag, dass man das im Stadtrat bespricht, dieses Konzept. Zuerst bitte Herr Gemeinderat Rainer Wittmann. Tontechnik, jawohl. Ja, ich sage mir danke, Harald, für den Lehrbuchvortrag. So darf ich das bezeichnen. War sehr intensiv, sehr lange, gut aufbereitet, visuell aufbereitet. Ich war Wissenschaftssprecher im Parlament. Ich kenne die Thematik auch sehr gut, noch aus den Erinnerungen heraus. Und ich habe mir auch erlaubt, so wie der Fritz, mit einigen Hausärzten zu sprechen, weil die sind ja letztlich betroffen und die wären auch bereit, gerne einen runden Tisch zu machen. Und ich sage es einmal, ich nenne es keinen Namen, Tacheles zu reden, in einer ähnlichen Wortwahl, wie es der Hubert angesprochen hat aus dem Bezirk. Also ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen mehr Informationen haben, wie eine tolle PowerPoint-Präsentation, die ein Mitarbeiter aufbereitet hat. Und ich habe leicht den Verdacht, dass dieser Antrag nicht nur bei uns stattfinden wird, sondern den die FPÖ landesweit vermutlich einbringen wird. Dann hätte sie mit den Ärzten im Bezirk gesprochen, dann hätte sie vielleicht ein realistischeres Bild. Und eines vorweg, die BVEs, wo kommen denn die her? Die kommen aus dem skandinavischen, ich sage es jetzt da ganz bewusst, sozialistisch geführten Raum, aus Ländern. Da wundert es mich umso mehr, dass das die FPÖ einbringt, denn die PVEs sind nicht nur schlecht, bitte mich nicht falsch zu verstehen, aber dort, wo man sie braucht, wo sie sinnvoll sind, sprich im urbanen, im städtischen Ballungszentren, da machen sie durchaus Sinn. Das ist auch der Grund, warum in Oberösterreich nichts weitergeht bei den PVEs. Es geht sogar so weit, dass die PVEs zum Beispiel untereinander streiten. Ich sage es einmal vorsichtig formuliert, es sind nicht immer die allerbesten Hausärzte, die in PVEs ordinieren. Ja? Zitat eines Arztes. So, darüber hinaus gibt es bereits Rechtsstreitigkeiten, weil natürlich dort die Verwaltungskosten wesentlich höher sind, wie bei einem Hausarzt. Ich habe es selber gesagt. Da braucht es einen Manager, der kümmert sich von A bis Z um uns. Ja, wenn wir es brauchen, wenn wir heute in Wien, ich weiß nicht, im 12. Bezirk sind, dann macht es einen Sinn. Im ländlichen Raum warne ich davor, es könnte auch kontraproduktiv sein. Denn in Freistadt brauchen wir keine Hausärzte. Da haben wir die Doktoren Wienerreuther, Walkshofer, Jonathan, Google und Hanschmidt alleine in der Stadt da. Auch draußen, natürlich geht er doch erst in die nächste Pension, die man mit einbeziehen muss. Aber so ein PVE kostet mindestens 6 bis 8 Millionen Investitionskosten. Jetzt kann man sagen, kann uns eh wurscht sein. So halt alles die Gebietskrankenkasse, die ÖGK heißt es, die Krankenkasse. Nein, das sind unsere Steuergelder. Aber nur, denkt man weiter bei den Kosten. Wie ist denn das dann? Wollen wir eine Ausdünnung des ländlichen Raumes, der wir hin und her angesprochen. Was ist denn, wenn wir eine PVE haben? Ihr glaubt, wir kriegen dann noch weiter in die Kassenverträge in der Region? Wir in Freistadt sind nicht gut versorgt. Wir dünnen aber mit diesem Antrag, wenn wir es nicht durchdenken, den ländlichen Raum aus. Ich will das nicht. Daher verlange ich, dass die Hausärzte in der Region bei uns bei diesem Thema intensivst eingebunden werden. Ich wüsste nicht, ob wir. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass in vielen Bereichen, das ein gut gemeinter Antrag ist, wie es der Julian formuliert hat, der schlecht formuliert ist. Weil was heißt das? Die notwendigen Voraussetzungen schaffen, ihr habt einige Dinge aufgezählt, da kann man durchaus drüber reden. Aber ich glaube letztendlich, dass wir mal schauen müssen, dass wir Antworten bekommen, nämlich zu diesem Vortrag, den kann man mitschicken und dem Antrag, was sagt denn die ÖGK? ÖGK, was sagt das Land selber derzeit, das würde mich auch interessieren, die Frau Haberlande, was zuständig ist, was sagt die Ärztekammer und was sagen die Hausärzte im Bezirk?
Und diese Gruppen würde ich einladen, eine Stellungnahme abzugeben und dann diskutieren wir das bitte, Julian, nicht im Stadtrat, da sind wir wieder nicht dabei und andere auch nicht. Diskutieren wir das im Sozialausschuss, dann haben wir vielleicht eine Information, wo man entsprechend dem Christian auch entsprechend mitwirken kann. Dann. Also das ist mein Gegenantrag zu diesem Antrag, Stellungnahmen einholen von den Institutionen, die Sie angeführt habt, dann liegt mir was auf dem Tisch, dann reden wir weiter und das steht zur Diskussion. Dankeschön. Darf ich da noch kurz darauf antworten? Ja, bitte. Also wir haben sehr oft betont, wie wichtig es ist, dass gerade in diesem Zusammenhang kommuniziert wird, eben vor allem mit den Hausärzten. Das ist vollkommen klar und ich habe größtes Verständnis dafür, wenn jetzt der Hausarzt in einer Ordination ist und vielleicht in 5 Jahren in Pension geht und einen Mietvertrag hat, dass der keine Freude hat, wenn sich da die Dinge jetzt womöglich nur mal ändern. Natürlich muss man die ins Boot holen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir reden nicht nur vom Jetzt, ob wir jetzt gut versorgt sind, sondern auch, ob die Bevölkerung in 10 Jahren noch optimal versorgt ist. Und da glaube ich schon, dass es gescheit ist, sich jetzt genau über diese Dinge Gedanken zu machen und es nicht auf die lange Bank zu schieben. Danke. Bitte, Herr Vizebürgermeister Christian Hennerbichler. Ich hoffe abschließend, aber zusammenfassend, ich mich bei allen meinen Vorrednern da bedanken, insbesondere beim Stadtrat Schul für die gute Erklärung und die ausführliche Erklärung bei der Hermine Moser. Also ich sehe das auch, dass der Kreis weitergezogen werden muss. Beim Julia Beileitner, da bin ich ganz bei meinem Ausschuss, die Voraussetzungen, die wir da schaffen müssen im Freistaat, wenn wir das heute beschließen sollten, braucht man einen Ansatz im Budget. Also ich weiß gar nicht, setze ich das mit 5 Euro oder mit 5 Millionen und da bleibt Zahlenblatt draußen, ich habe keine Ahnung. Und ganz bin ich jetzt beim Rainer mit seinem Gegenantrag, also werden wir sie sich anschließen, holen wir mal Informationen ein von den involvierten Parteien, eben vom Land, was sagen die dazu, was sagen Gesundheitskassen dazu, was Gebietskrankenkassen, was sagen die praktischen Ärzte im Freistaat dazu und dann haben wir einfach weitere Informationen. Also wir von unserer Fraktion werden sie im Gegenantrag von Herrn Rainer Wittmann anschließen. Danke, bitte Herr Gemeinderat Julian Beileitner. Ja, wir werden uns auch dem Gegenantrag dann vom Rainer anschließen, dass das im Sozialausschuss kommt und damit schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Mhm. Bitte, Herr Vizebürgermeister Christian Kratzl. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, was ich weiß, vielleicht bin ich jetzt nicht on top informiert, aber ich weiß, ich glaube zu wissen, dass es keine freien Kassenverträge gibt mit Braunfreistadt. Das heißt, wer soll in dem PVE arbeiten? Also daher natürlich, dieser Antrag geht in die richtige Richtung, würde ich reiner. Ich glaube, man muss da wirklich mit die Betroffenen sprechen und man muss da das ganze Know-how einfließen lassen. Ich glaube, was viel wichtiger war momentan primär an MR im Landeskrankenhaus. Danke, ich möchte nur dazu sagen, wir haben 4 Planstellen für Hausärzte, wir sind bestens versorgt. Das ist wirklich eine wohnortnahe, gute Gesundheitsversorgung. Es sind alle Ordinationen am Vormittag offen. Dann am Nachmittag ist immer eine Hausarztordination offen. Unter der Nummer 141 findet man immer den diensthabenden Arzt. Wir haben den Händdienst im Bezirk. Also wir sind wirklich, wir haben ein tolles Klinikum Freistadt. Wir sind bestens versorgt. Und im Moment glaube ich auch nicht, dass irgendein Hausarzt oder Hausärztin in Freistadt sich für dieses Zentrum interessieren würde. Aber wir kommen zum Gegenantrag von Gemeinderat Rainer Wittmann. Ich darf das vielleicht nur kurz zusammenfassen, Stellungnahmen und Infos aller Beteiligten einzuholen, um dann weitere Schritte einzuleiten. Ja? Wer mit dem Gegenantrag von Gemeinderat Rainer Wittmann einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen? 4 Stimmen der FPÖ-Fraktion. Der Gegenantrag wurde mehrheitlich angenommen. Daher ist der Hauptantrag hinfällig. Danke. Wir kommen zur weiteren Berichterstattung. Bitte, Rainer Wittmann. Julian? Entschuldigung, ich möchte nur erinnern, es ist 23 Uhr. Wir haben einen gültigen Gemeinderatsbeschluss, das am 11. Bitte die Fraktionsobleute bitte zum Herrn Stadtamtsleiter.
Sehr gut. Okay, bitte zur Berichterstattung Herr Gemeinderat Rainer Wittmann. Danke, dass wir unsere Anliegen noch vorbringen dürfen, trotz der fortgeschrittenen Zeit. Wir haben den Antrag gestellt, Evaluierung der temporären Fußgängerzone in der Eisengasse. Der Probelauf ist jetzt abgeschlossen in der Eisengasse. Man hört ganz unterschiedliche Meinungen, ganz unterschiedliche Einschätzungen. Ist gut gelaufen, beziehungsweise, ich muss ehrlich sagen, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, es ist nicht so sonderlich gut gelaufen. Es kann sich eigentlich keiner recht erklären, wo diese Meinungen herkommt, dass das so super war. Faktum ist, ich habe mit Hausbesitzern, mit Anwohnern gesprochen drinnen. Die regen sich im Prinzip alle auf, dass niemand vorher mit ihnen gesprochen hat über diesen Versuch. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der Gemeinderat Bayerleitner, wie wir abgestimmt haben, verlangt, wenn der Versuch gelaufen ist, dann sollen wir, wenn er erfolgreich gelaufen ist, sollen wir eine Evaluierung machen, um dann gleich sozusagen das anschließende Gässchen mit einzubeziehen. Und genau diese Evaluierung möchten wir jetzt haben, aber wir möchten eine Evaluierung haben, die nicht die Gemeinde irgendwo macht, sondern die von einer externen Firma oder externen Beratern gemacht wird und auf einer wissenschaftlichen Basis gemacht wird. Bitte, Herr Gemeinderat Julian Beileitner. Ich stelle den Gegenantrag, diesen Tagesordnungspunkt in den dafür zuständigen Ausschuss 7 weiterzuleiten. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dem ist nicht so, dann kommen wir zum Gegenantrag auf Zuweisung in den Ausschuss 7. Wer mit diesem Gegenantrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenstimmen? 3 Stimmen der WIF-Fraktion. Der Gegenantrag wurde mehrheitlich angenommen. Somit ist der Hauptantrag hinfällig. Wir kommen zum zweiten Punkt. Geht in den Verkehrsausschuss. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, danke. Wir haben gefordert eine Frequenzzählung in der Innenstadt. Wenn sich die meisten werden sich sicher erinnern können, wir haben bis 2012, glaube ich, 4 oder 5 Frequenzzählungen gemacht in der Stadt, wo eben Fußgänger, Radfahrer, Autofrequenzen gezählt worden sind. Und seitdem nicht mehr. Und wenn ich mich richtig erinnere, die letzten Frequenzzählungen, die sind bei etwa einer Wochenfrequenz von 20.000 gelegen. Und da hat die auswertende Firma gesagt, da sind wir noch knapp an der sterbenden Stadt. Und jetzt wäre es für mich wieder mal interessant, oder für uns interessant, dass wir jetzt wieder mal eine Basis erheben, wo sind wir denn jetzt überhaupt mit der Frequenz in der Stadt erinnern. Das wäre dann wahrscheinlich auch, oder meiner Meinung nach, ganz gut für ein Stadtmarketing, dass auch das Stadtmarketing weiß, von welcher Basis operieren wir überhaupt weg. Darum haben wir den Antrag gestellt, dass eine Frequenzzählung in der Innenstadt zumindest im Budget 2021 aufgenommen ist. Es hat heuer schon Kostenvoranschläge gegeben und die bewegen sich von, wenn ich richtig informiert bin, zwischen 900 bis 1500 Euro für eine Woche Zählung. Je nachdem, wie man oder mit was man die durchführende Firma beauftragt. Das kann von nur Aufstellen oder zur Verfügung stellen der Technik bis zur kompletten Abwicklung der Zählung. Das liegt dann bei ungefähr 1500 Euro. Und ich denke, das sollte uns das wert sein. Und wir haben die vergangenen Zählungen, die gemacht haben, waren immer in der ersten Oktoberwoche. Das, denke ich, sollte man beibehalten, damit man da eine gewisse Kontinuität hat. Und darum eben unser Antrag, dass man das zumindest einmal in budgetären Planung für 2021 aufnimmt.
Bitte, Herr Gemeinderat Wolfgang Affenzeller. Nur ganz kurz, es passt zum vorigen Punkt, es ist auch für diesen Punkt. Ich halte momentan von diesen Evaluierungen relativ wenig, weil sie nicht wirklich richtig sein können. Wir sind in Corona-Zeiten, da passt alles nicht zusammen. Das ist der Fußgängerzone ist dasselbe wie die Frequenzzählung. Die Frequenzzählung werden wir sicher wieder machen. Es passt aber auf Citymobil und wir haben einen Eislauf. Wir sind in Corona-Zeiten, bitte lassen wir die Corona-Zeit umgehen und dann schauen wir uns die Geschichte an, weil die können nur falsche Zahlen sein. Und wenn die nicht falsch sind, dann haben wir sowieso irgendwas gemacht, falsch gemacht in der Corona-Zeit. Gell? Danke, bitte, Herr Vizebürgermeister Christian Hennepichler. Also Wolfgang, du hast meine Argumente aus dem Mund genommen. Ich meine ich doch, der Antrag wird vielleicht zurückgezogen angesichts des Nachtragsvoranschlags und die schlechten Zahlen, was wir jetzt haben. Also wir sind für die Daseinsvorsorge jetzt da zuständig. Im Budget werden wir da Schwierigkeiten haben, dass wir da irgendeinen Ansatz finden. Aber insbesondere der Corona-Krise. Was soll man da eine Frequenzzählung jetzt machen in der Corona-Krise? Ich meine, die ist auf keinen Fall repräsentativ. Wir müssen das unbedingt umgehen. Ich bin jetzt dran. Und deswegen stelle ich da einen Geschäftsantrag und zwar auf Abänderung wie folgt. Der Geschäftsantrag soll lauten, diese Thematik soll zur Beratung dem Ausschuss 9 zugewiesen werden. Nochmal zur Klarstellung meinerseits, nicht aufgepasst. Beim Geschäftsantrag steht 2021 und nicht 2020. Ich habe gesagt, im Oktober haben wir das immer gemacht und ich hätte vorgeschlagen, 2021 aufzunehmen, auch im Oktober und nicht jetzt in der Corona-Zeit. Okay, das war eine Fürrede. Gibt es eine Gegenrede? Dem ist nicht so. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Geschäftsantrag. Wer mit dem Geschäftsantrag von Vizebürgermeister Christian Hennepichler einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen? 3 Stimmen der WIF-Fraktion. Der Geschäftsantrag wurde mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum nächsten Punkt. So, also das Argument Corona lassen wir gar nicht gelten, weil die Evaluierung wäre ohnehin in einigen Monaten oder nächstes Jahr erst. Also das Argument greift einfach nicht. Und ich denke, wenn man Dinge verspricht, sollte man sie einhalten. Und Evaluierung ist immer gesprochen worden, ist auch in anderen versprochen worden, nichts ist passiert. Und die Frequenzzählung haben wir auch schon oft diskutiert, die kostet lapidar grob 1.500 Euro, kann nicht das Thema sein. Der Punkt 3 ist dasselbe, Citymobil, Evaluierung bei der PowerPoint-Präsentation, soweit ich mich erinnere, damals auch präsentiert worden, versprochen worden, den Leuten mit uns eh anschauen, nachher evaluieren eh, machen wir eh alles. Frau Stottrott-Seifried hat selber in einem Tipps-Interview gesagt, jawohl, Evaluierung wird kommen. Voriges Jahr auch abgelehnt worden. Ich sage es nur, da sind wir irgendwann einmal unglaubwürdig, weil wir wollen schon wissen, wie schaut es mit den Fahrzeiten, mit den Wartezeiten aus, wie schaut es die Situation für Behinderte aus, wie schaut es für Schüler aus, wie schaut es generell mit der Zufriedenheit aus. Weil wir haben sie Kosten eingespart von 50.000 Euro, aber einen Rückgang an den Fahrten. Also die Frage ist dann schon, misst man Mobilität, liebe Kollegen von den Grünen, von der SPÖ insbesondere, an den Kosten oder an der Mobilität der Menschen? Das ist die Frage. Und das muss man natürlich professionell machen. Und daher glauben wir schon, dass man unseren Ankündigungen, da rede ich jetzt halt nicht von der Gruppe WIF, sondern nicht, was das offizielle Freistaat gesagt hat, Daten folgen lassen wird und stellt den Antrag, dass die Stadtgemeinde Freistaat beauftragt, eine unabhängige Einrichtung, kann eine Uni sein, kann eine EFH sein, die machen das auch zum Billigspreis mit Probanden, mit Dissertanten, die Kosten fast nichts, die freien sich über Dissertationsthema mit der wissenschaftlich fundierten Evaluierung des Citymobils im Vergleich zum eingestellten Citybus. Ein 0815-Antrag versprochen, hoffentlich auch gehalten von uns. Bitte, Frau Stadträtin Sonja Seifried. Ja, wir haben das schon die ganze Zeit auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung und wir werden das aufnehmen, genauso wie wir es besprochen haben. Wir werden einen Kostenvoranschlag einholen und dann werden wir schauen, was wir sich nächstes Jahr noch leisten können. Ganz einfach. Ich glaube halt, dass wir bei dem, was wir heute präsentiert gekriegt haben, uns wirklich auf das beschränken müssen, was die Gemeindeaufgaben sind. Und ob man da jetzt die Befragung aller möglichen Fahrzeiten etc. und, ob, ja, wir schauen uns jetzt an, was kostet und dann werden wir sehen, ob wir das ins Budget einbringen. Bitte, Herr Gemeinderat Julian Perletner.
Also Corona jetzt nicht als Ausrede gelten zu lassen. Wir haben am 16. März einen Lockdown gehabt. Also also nach einem Dreivierteljahr könnte man dann schon sagen, dass das vielleicht doch jetzt eine besondere Situation ist, die noch nicht vorbei ist, bitte. Aber sei es wie es sei, da dieser Tagesordnungspunkt, also dieser Punkt, die Evaluierung des Citymobils sowieso auf der Tagesordnung des zuständigen Ausschusses steht, stelle ich den Gegenantrag, diesen Punkt in den zuständigen Ausschuss zu überweisen. Wer mit dem Gegenantrag von Julian Beileitner einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen. 3 Gegenstimmen der WIF-Fraktion. Der Gegenantrag wurde mehrheitlich angenommen. Danke. Wir kommen zum Punkt viertens. Nächster Punkt im Einzugstempo. Ich bin trotzdem froh, dass wir uns mit einem Mindestmaß an Demokratie da ein bisschen auseinandersetzen. Diskussionen werden folgen, das kann ich versprechen. Nächster Punkt ist die Vorbereitung der Richtung des Eislaufplatzes in Innenstadtnähe. Möchte mich jetzt nicht verbreitern, die Argumente liegen auf dem Tisch. Alle wollen es eigentlich haben. Es kommt wieder das Corona-Argument, wahrscheinlich bedürfen wir die Tätigkeit für Freistadt deswegen auch nicht einstellen. Und ich glaube, es gäbe kostengünstige Varianten, ihn zu verwirklichen. Und daher soll sich der Sportausschuss, da nehmen wir jetzt praktisch die Zuweisung vorweg, mit dem Thema befassen und den Gemeinderat ehestmöglich einen beschlussfähigen Vorschlag für einen Eislaufplatz in Altstadtnähe vorlegen. Für die Planung und Konzeption soll ein Betrag von 20.000 Euro im Vorschlag 2021 vorgesehen werden. Einen Moment bitte, das war jetzt ein Antrag auf Zuweisung zum Ausschuss 5. Ist der Antrag auf Zuweisung in den Ausschuss 5? Mhm. Das, ja, mhm. Passt. Achso, und? Achso, ja, Rainer, wir haben die ganz. Nein, okay. Das haben wir. Ich habe mich total schlecht verstanden. Tut mir leid, ich habe mich bemüht, sehr schnell zu sprechen, damit die Sitzung verkürzt wird. Im Gegensatz zu machen, habe ich Klaus noch nicht. Nur einmal, der Sportausschuss soll sich mit dem Thema befassen, mit dem Eislaufplatz in Altstadtnähe, aber auch für Gutachten, was man auch immer braucht, 20.000 Euro maximal in den Vorschlag 2021 hineinschreiben, damit das Ganze auch Gesicht gibt und man was machen kann. Ja, bitte, Herr Vizebürgermeister Christian Kratzl. Bitte, Herr Gemeinderat Julian Beileitner. Ja, dazu muss ich jetzt auch ganz kurz was sagen. Corona ist noch nicht vorbei, überraschenderweise. Ich weiß nicht, Rainer, ob du jetzt schon mal mitbekommen hast, wie das bei Sportveranstaltungen zum Beispiel im schulischen Bereich ausschaut. Also wir haben jetzt Freiluftveranstaltungen im schulischen Bereich, Skikurse. Wir müssen jetzt mittlerweile ein Sicherheitskonzept, eine Risikopräventionsmaßnahme vom Bundesministerium vorbereiten. Es wird so sein, dass das logischerweise natürlich im öffentlichen Raum auch in der Freiluft sein wird. Das hat ja auch einen Grund, warum sämtliche Skigebiete ein Sicherheits- und ein Präventionskonzept vorbereiten müssen. Obwohl das ein Freiluftsport ist, das Skifahren, weil wir sind nicht in Abu Dhabi, wo man irgendwo in einer Halle fährt. Dementsprechend wird man mit 20.000 Euro nicht einmal ansatzweise auskommen. Und nur einmal, Corona ist nicht vorbei. Wir haben das Budget für einen Eislaufplatz nicht und das jetzt lustigerweise einfach dem Sport da zuwitschanzen und sagen, da 20.000 Euro schreibt es ein und das gesamte Konzept macht es dann ihr. Das finde ich momentan absolut nicht zielführend. Wir schauen, dass wir irgendwie irgendwelche Sportveranstaltungen mit möglichst wenig Leid über die Bühne bringen und dann schauen wir vielleicht, dass da am Eislaufplatz Hunderte oder 20, 30, 40, 50 auf kleinster Fläche zusammenkommen und das ist momentan absolut überhaupt kein Thema. Da steht der Voranschlag für 2021, nicht für 2022 bitte drin und dementsprechend ist das jetzt momentan nicht relevant. Danke, bitte Herr Gemeinderat Hubert Reitbauer. Danke. Mich verwundert dann schon, wir haben vorher Diskussionen geführt, was geheißen hat, bitte nicht so kurzfristig, wir müssen in die Zukunft denken. Jetzt, wo man sagt, ein Eislaufplatz ist auch eine Investition für die sportliche Zukunft, also jetzt sind wir auf einmal dort und sagen wir, aber nicht, weil Corona ist, geht das nicht. Bitte, der Eislaufplatz, wenn man den ernst nimmt, der ist nicht nächstes Jahr da, das wird dauern. Aber es ist für uns eine Zukunftsplanung, dass man sich überhaupt damit befasst, damit machen wir wieder einen Eislaufplatz. Gehen wir es einmal an. Wir tun das jetzt schon ein paar Jahre umeinander. Immer scheitert es, was weiß ich, an 20.000 Euro. Und das ist ja nicht gesagt, dass man
jetzt das auf der Stelle hat. Wir wollen es einmal im Budget berücksichtigt haben und dass man überhaupt die Planung einmal angeht. Aber das jetzt auszureden und sagt, ja, jetzt haben wir Corona und deswegen können wir auch für die Zukunft nicht planen, da widersprechen wir uns selber. Weil, wie gesagt, vorher haben wir gesagt, man muss in die Zukunft auch denken. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Gemeinderat Julian Beileitner. Ja, es tut mir leid, aber also ein Eislaufplatz für 20.000 Euro, ich meine, wie stellt sich denn ihr das vor? Ja, nur für die Planung 20.000 Euro und dann nur 100.000 Euro, dass wir es in Altstadtnähe im Übrigen umsetzen, passt eh, wer es macht und so weiter, das interessiert dann auch irgendwie dann 22 nur keinen, sondern 225 irgendwann. Momentan ist das einfach nicht das Thema, ich persönlich werde dir nicht zustimmen. Ja, sehr süß. Bitte, Herr Stadtrat Klaus Fürst-Elmecker. Natürlich beschäftigt uns das, die Alten und die Jungen, seit Jahrzehnten. Ich weise einmal auf ein Beispiel hin, wie man vielleicht sehr, sehr intelligent oder zukunftsweisend sowas lösen könnte. Es gibt da an der Donau unten einen Wirten, der hat eine geniale Idee gehabt vor zwei oder drei Jahren, das ist in der Gegend von Aschach, der hat Folgendes gemacht, der hat sich eine Eislauffläche konstruiert, weil er gemerkt hat, die Leute wollen Eisstock schießen und ein bisschen Eis laufen auch. Und hat dann gesagt, aha, wie kriege ich Eis zusammen? Natürlich muss es ein Kunsteis sein und hat mit einer Wärmepumpe Folgendes gemacht und hat die Eisfläche so gebaut, dass er die Abwärme, die er da entzieht, damit er ein gescheites Eis hat, und das hat er ab Oktober weg, in sein Wirtshaus oder in seine Imbissstube, was er da daneben hat, eingeleitet und harzt die Bude damit. Man hat tatsächlich einen Auslass von Oktober bis März, glaube ich. Ne? Also du musst dort anrufen und musst reservieren, Monate vorher. Nur als kleiner Hinweis, dass es wahrscheinlich Lösungen geben wird, die aber irgendwo in Richtung Hightech gehen. Da reden wir aber von anderen Dimensionen, in dem Sinn, dass wir, glaube ich, wirklich als Stadtgemeinde da überfordert sind. Und vielleicht braucht es eine Konzeption, die ganz woanders hingeht. Die eine Dimension braucht, wo eine Privatinitiative da ist. Um es abzukürzen, es braucht, glaube ich, ein Konzept, das tragfähig ist, nicht nur was die Investition, sondern auch die Kosten betrifft in der Betreibung. Wir haben es eh schon ein paar Mal diskutiert, wir haben Mietkosten debattiert, kann ich mich erinnern. Das sind immer so was um die 60.000, 70.000 Euro pro Saison gewesen, was so eine Anlage kostet, wo man sowas anmietet, wie auch immer der Platz ist und wo immer der Platz ist. Aber bitte, horchen wir uns um. Vielleicht hat irgendjemand eine Firma, die bereit wäre, sowas. Der Vizebürgermeister Christian. Ah, Rainer Hüttmann. Du kannst ruhig von mir reden, was du willst. Aber magst du? Okay, ich probiere es nochmal ganz langsam. Das Argument Corona greift nicht. Moment, es ist der Voranschlag 2021 und sagen alle Experten hoffentlich, dass Corona mit Jahresmitte relativ im Griff zu sein wird. Ja? Ein Eislaufplatz konzipieren geht auch nicht von einem Jahr aufs nächste, reden wir nur von der Konzeption. Dann sagt man, Herr Vizebürgermeister, macht man Arbeitsgruppe. Dann rede ich mit der SPÖ vor ein paar Monaten, eine Arbeitsgruppe, und wollen wir keine mehr, weil wir wollen eigentlich das ordentlich abhandeln im Gemeinderat in ordentlichen Ausschüssen, mit Protokoll, mit Vorsitzführung etc. Dann sage ich, naja, gehen wir es in den Ausschuss. Dann sagt der Klaus, nein, das ist zu wenig ausgeglichen und sonst, naja, klar, kann ja auch nicht sein, es sollt ihr gemeinsam mit uns entwickeln, mit Beihilfe von Experten, und du brauchst ein gewisses, unter Anführungszeichen, Spielgeld, Anführungszeichen, Ende, für Stellungnahmen, Gutachten, was auch immer. No, nein. Also ich stelle fest, alle Argumente, die bis jetzt gefallen sind, mit Ausnahme deines Gerichts, das wird noch kommen, greifen zu kurz. Ich sage nur, die heutige Debatte hat ergeben, dass wesentlich andere Fraktionen nicht interessiert daran sind, das Thema Eislaufplatz ernsthaft voranzutreiben und zu diskutieren. Weil sonst könnte man einen Antrag, der nur vorsieht, das im Ausschuss ordentlich abzuhandeln, kann ich rauskommen, dass nichts wird. Aber du hast einmal gesagt, Christian, wir haben ja, wir wissen, wir können keine Gutachten und nichts machen. Frau Bürgermeister könnte es mit den Verfügungsmitteln. Ich will aber als Gemeinderat unabhängig sein, Demokratie stärken, Ausschuss stärken. Hat ja einen Sinn dahinter. Und da bin ich schon sehr verwundert, dass von den Sozialdemokraten und den Grünen eine ablehnende Haltung kommt. Ich bin gespannt auf die Meinung und Haltung der FPÖ und der ÖVP. Dankeschön. Danke. Bitte, Herr Vizebürgermeister Christian Hennebichler.
Ich wollte den Reinhard schon fast recht geben, bis dass er dann den zweiten Teil seiner Rede da angefangen hat. Ich möchte aber in Vizebürgermeister Kratzl schon recht geben. Wir dürfen da auch Sport der anderen nicht ausspielen da. Eislaufen ist uns ganz, ganz wichtig, wie wir jetzt mal gesehen haben. Ich bin einer der Letzten einer oder einer von uns da, der wirklich da tagtäglich im Winter da gefahren ist. Und ich sage das wirklich ganz, ganz gern. Aber wir haben jetzt Corona-Krise. Und wir haben da jetzt kein Geld, 20.000 für ein Konzept auszugeben. Ich meine, ich lasse dir da sogar noch mit mir reden, wenn ich sage, das kostet 20.000. Da konnte man dann sagen, wir suchen sich irgendwelche Unternehmen, die sponsern und da haben wir sie auf die Schiene. Aber was mich gerade von Eicherer Fraktion verwundert, in den letzten Gemeinderatssitzungen hält der Plädoyer Freistaat Daseinsvorsorge, wir sollen keine Projekte und die Prestigeprojekte unserer Bürgermeisterin mit Frauenteich und sowas kommt gar nicht in Frage. Und dann haut sie Wifi und sagt, Eislaufen. Morgen werden wir wahrscheinlich eine Presseaussendung haben, alle sind dagegen, wir haben sie da für Freistaat der Bürger auf die Schiene gehabt, dass der Eislaufplatz was wird und wir haben da in der Corona-Krise ein Konzept. Hoffentlich steht das drin. In der Corona-Krise 20.000 für ein Konzept. Hey, wir haben das nicht, das Geld. Und wenn wir jetzt schlechter verdienen, wir können heuer nicht auf Urlaub fahren. Wir müssen daheim bleiben. Und so ist es am Eislaufplatz. Und Reinhard, du hast mir letztes Jahr in der Finanzausschusssitzung gesagt, sparen, sparen, sparen. Und das her da und da habe ich gesagt, ich freue mich, dass das heim von dir her und in der nächsten Gemeinderatssitzung würde ich wieder erwähnen. Ich habe schon gewusst, dass sowas von dir kommen wird, weil wir morgen wieder einen Zeitungsartikel zeigen werden. Und deswegen schließe ich mich da beim Christian an, der sagt, er wird aus der Arbeitskreissitzung einberufen und ich hoffe, da bist du wieder fit dabei und dann Rest und Rest und Rest und Rest und Rest und unterhältst uns stundenlang. Danke. Bitte, Herr Gemeinderat Rainer Wittmann. So kurz, aber es gelingt offenbar nicht ganz. Lieber Herr Vizebürgermeister, lieber Christian, sparen, 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 bei dem bleibe ich, weil der Eislaufplatz, wenn man intelligent anlegt und wir haben auch entsprechende Konzepte mit einer Teilzuschüttung des Frauenteiches, was sicher gleich belächelt wird, schon präsentiert, wo man langfristig mehrere Fliegen auf einen Schlag machen könnte, nicht mit 200.000, wie die Frau Bürgermeister, hast du vollkommen recht, das ist teuer, bin ich ganz bei dir, es gibt auch günstige Lösungen und wenn man sagt, wir haben kein Geld, eins haben offenbar alle vergessen. Heute haben wir den Nachtragsvorschlag beschlossen. Da haben wir Sonderförderungen ausgegeben, ich glaube, um knapp gut 300.000 Euro. Und nächstes Jahr kriegen wir aus dem KIPS-Programm nur 800.000. In Summe. 800.000. Jetzt kann man sagen, da haben wir den Abgang irgendwo decken, sonst noch was. Wir haben ein Gesamtbudget von wie viel Millionen, da wirst du mir das gleich sagen. 28 Millionen. Und da reden wir von 20.000, um nachzudenken, wie man den nächsten Generationen in der Freiluft, ohne Corona, in der Frischluft, Distanzsportarten, weil das ist Eislaufen, aber wenn man es machen kann mit Schulklassen zum Beispiel, ermöglicht. Also das ist überhaupt der völlige Wahnsinn für mich, hier das Nachdenken zu verbieten und mit Totschlagargumenten, Christian, das war jetzt wirklich aus der Populismuskiste, aus der Populismusorgel rausgeblasen von dir, solche Sachen verhindern. Das braucht man nicht. Wir brauchen eine Strategie, vorwärtsdenken und reden und nachdenken dürfen. Das wird hier gerade verhindert. Ich darf darauf hinweisen, es gibt bei den Anlagen beim Finanzausschuss Durchführungsbestimmung für das Kommunalinvestitionsgesetz 2020, das war dabei. Da steht ganz eindeutig drinnen unter J zuschussfähige Projekte Errichtung, Instandhaltung und Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen im Eigentum der Gemeinde, sofern diese keine Belastung für Umwelt, Natur und Gesundheit darstellen. Und das wird das Problem beim Eislaufplatz sein. Und Rainer, du weißt es hundertprozentig, aber du sagst es halt dann nicht, die Verfügungsmittel können nicht zweckentfremdet verwendet werden. Und du, glaube ich, bist dann der Erste, der mir dann wieder eine umhaut. Eine Konzepterstellung gehört nicht unter die Verfügungsmittel. Das wäre Amtsmissbrauch. Es dürfen Verfügungsmittel für Einladungen hergenommen werden, aber bitte nicht zweckentfremdet für Konzepterstellung. Das wäre eine inkorrekte Darstellung in der Buchhaltung. Und das funktioniert einfach nicht. Aber wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der WIF-Fraktion. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Nein, nur der Antrag der WIF-Fraktion. Ich darf nur mal vorlesen. Der Sportausschuss A5 soll sich mit dem Thema befassen und den Gemeinderat ehestmöglich einen beschlussfähigen Vorschlag für einen Eislaufplatz in Altstadtnähe vorlegen. Für Planung und Konzeption soll ein Betrag von 20.000 Euro im Voranschlag 2021 vorgesehen werden. Wer mit diesem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. 3 Stimmen der WIF-Fraktion, Gegenstimmen
alle restlichen Gemeinderatsmitglieder. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ist relativ klar formuliert, auch bereits ausgesandt worden. Es geht um eine krisensichere Wasserversorgung in der Stadt und einen Notfallplan. Die Ausformulierung ist, glaube ich, bekannt. Ich kann daher die Rede abkürzen. Es wäre gut, wenn sich damit der zuständige Ausschuss 9 befassen würde. Wir haben so einen Notfallplan nicht und wir haben auch nicht eine Konzeption, haben wir, wo welche Wasserleitungen austauschen muss, wenn es kaputt werden. Das haben wir andere Gemeinden. Das wäre auch notwendig, um Freistadt krisensicherer zu machen. Bitte, Herr Stadtrat Clemens Bössl. Ich stelle natürlich den Gegenantrag. Ich nehme das gerne in meinen Ausschuss auf. Mich hat aber schon was zur Wasserversorgung schon noch was sagen, auch wenn es schon spät ist. Aber ich möchte heute mal verweisen auf den 21.10.2019. Wir sind da drinnen gesessen und haben was beschlossen, nämlich ein Trinkwassermanifest. Ja? Und da drinnen steckt ganz deutlich Ziele und Maßnahmen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Einer der wichtigsten Tätigkeitsfelder der Stadtgemeinde ist die Führung der Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung für das Gemeindegebiet der Stadt. Um diese Betriebe strategisch entsprechend auszurichten, ist die Definition von Zielen, Maßnahmen und grundsätzlichen Festlegungen für die kommenden 10 Jahre von Vorteil. Gemeinsam mit dem Bauhof und in Abstimmung mit Herrn Holuter, der uns von der Linz AG fachlich in der Trinkwasserversorgung begleitet, wurde diese erarbeitet. Ich gebe euch gerne die Ziele, was er da erarbeitet hat, mit. Da steht alles dezidiert drin und unser Wasser schlecht machen. Also da bin ich jetzt nicht bei dir. Ich nehme es gerne in Ausschuss und hoffe, dass die Experten der WIF-Fraktion mich da überraschen. Herzlichen Dank. Wir kommen zum Gegenantrag. Bitte eine Wortmeldung. Also eine Wortmeldung, Clemens. Also so billig kann man es jetzt nicht machen, was du vorgelesen hast, sind strategische Ziele. Wir sind in der operativen Planung und Umsetzung von Maßnahmen. Und da ist leider Gottes nichts vorhanden. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Bier verwechseln und mit Oberflächlichkeiten sich darüber hinweg zu verschwinden versucht. Also das bitte ich bei der Abstimmung zu bedenken. Danke. Wir kommen zum Gegenantrag. Wer mit dem Gegenantrag von Stadtrat Bössl einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Alle Gemeinderatsmitglieder außer der WIF-Fraktion. Gegenstimmen? 3 Stimmen der WIF-Fraktion. Das heißt, der Gegenantrag von Stadtrat Bössl wurde mehrheitlich angenommen. Danke. Wir kommen zum nächsten Punkt. Eigentlich für den Gemeinderat eine Selbstverständlichkeit sein, ist ja heute bereits mehrfach angesprochen worden, auch im Zuge der Diskussion zum Planungsgebiet West. Auch angedacht worden, dass wir dort bereits eine Entlastungsstraße im Westen haben. Wir wissen, wir haben bei Marianum, SPÖ-Fraktion AfD, du hast es gesagt, viel Verkehr auch generiert durch den Neubauten, aber auch im Bauland West wird es dazu kommen. Es gibt bereits Anfragen, unter Anführungszeichen Beschwerden von anderen Anrainern im Westen der Stadt, die sagen, wo geht es weiter, brauchen wir Entlastungsstraße. Ich glaube daher, dass man jedenfalls hier aktiv werden muss. Der konkrete Antrag ist ja drauf. Das ist ein Zukunftsprojekt und bin schon gespannt, ob dieser Antrag auch wiederum abgelehnt wird oder doch in dem Raumplanungsausschuss zur weiteren Vorbereitung zugewiesen wird, so wie er auch formuliert worden ist. Bitte, Herr Stadtrat Klaus Hanschmidt. Also prinzipiell kann ich dazu sagen, ich habe überhaupt kein Problem, wenn der Ausschuss damit beauftragt wird, die Entlastungsstraße mit fachkundigen Expertenplanungen für eine Nord-Süd-Achse im Westen der Stadt voranzutreiben. Insofern, weil wir das eigentlich sowieso machen, muss ich dazu sagen. Also es wird die Überarbeitung des OEKs in 1-2 Jahren in Angriff genommen werden und wir sind jetzt schon dabei, wie man es heute schon bei Bauland West gesehen hat, dass man dort 11 Meter Straßenraum schafft eben für sowas. Und wir denken auch weiter. Allerdings, wir jetzt trotzdem einen Gegenantrag stellen, und zwar, weil ich mit dem einen Punkt die Planungskosten sind im Voranschlag 2021 aufzunehmen, nicht ganz recht geben. Erstens mal, ich finde nicht richtig, dass wir jetzt budgetäre Entscheidungen treffen zu später Stunde aufgrund eines Paragraph wie 46 Antrages. Aber vor allem auch in 2021, das heißt in 3-4 Wochen, müssen die wissen, wie viel das kostet. Das wäre nicht seriös und ich glaube, dass das auch nicht zu schaffen ist, dass ich genau darstellen kann, wie
groß das Budget da sein wird, was für ihre Planungskosten da auf uns zukommen, das kann man in so kurzer Zeit, glaube ich, nicht seriös beantworten. Darum, wie gesagt, leider muss ich es als Gegenantrag formulieren, ich würde es lieber anders formuliert haben. Prinzipiell spricht überhaupt nichts dagegen, dass sich der Ausschuss damit auseinandersetzt, begrüße ich sogar, nehme ich auf, aber trotzdem Gegenantrag, dass sich zwar der Ausschuss zwar damit beschäftigen wird, aber ohne, dass er irgendwelche Planungskosten im Budget darstellen muss. Danke. Bitte, Herr Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker. Es ist heute schon erwähnt worden, dass eben ein Teil dieser Nord-Süd-Achse eh in Planung ist, diese berühmte Hirschstraße-Achse. Witzigerweise sehe ich da bei Nord-Süd-Achse gar keine Straßen. Wenn ich mir das so lese, steht zwar oben die Entlastungsstraße, aber das möchte ich schon einmal deponieren. Da, wenn das schon heute im Gespräch war, dass dort eine Allee ist und dass dort Radlwege sind, dann ganz, ganz generell und sehr breit ausgefächert. Diese Nord-Süd-Achse, nennen wir sie so, bleiben wir dabei, umfassend. Also nicht nur für den Autoverkehr, weil wenn ich da lese, bessere Anbindung an der S10, dann sehe ich eine Schleusen, die dort aufgemacht wird, damit der Verkehr noch schneller, noch flüssiger durch die Stadt durchgeht. Das ist nicht die Idee dahinter. Ich glaube, das ist uns aber eh allen klar. Danke. Wir kommen zum Gegenantrag von Baustadtrat Klaus Hanschmidt. Wer mit dem Gegenantrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegenstimmen? 3 Stimmen der WIF-Fraktion. Der Gegenantrag wurde mehrheitlich angenommen. Danke. Danke. Wir kommen zum nächsten Punkt und ich bitte, die Öffentlichkeit auszuschließen. Bitte zur Berichterstattung Herr Gemeinderat Herbert Schamberger. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Gemeinderat. Der Prüfungsausschuss hat seine 25. Sitzung am 17.09.2020 gehabt. Der erste Punkt war die Gebarungsprüfung des dritten Quartals 2020. Wir haben den aktuellen Tagesabschluss vorgelegt bekommen von der Finanzabteilung und die wichtigsten Kennzahlen waren der Saldo in der operativen Gebarung 1.599.143,53. Saldo in der investiven Gebarung minus 1.127.022,46. Der Saldo in der Finanzierungstätigkeit war minus 998.495,96. Der Ergebnishaushalt hatte ein Nettoergebnis von 1.327.349,57. Dann haben wir die Bankenbelege überprüft und haben den Kassen-Ist-Bestand festgestellt und der Gesamtbestand lautet minus 291.597,32. Die Zahlungswege stimmen mit dem Ist-Bestand vom Tagesabschluss überein und der Prüfungsausschuss hat die Gebarungsprüfung einstimmig zur Kenntnis genommen. Der zweite Punkt war Prüfung der Gemeindekasse, das wir einmal im Jahr durchführen. Wir haben den Barkassabestand vorgelegt bekommen, haben den gezählt bekommen und der Bargeldkassabestand beträgt laut dem Protokoll vom 17.09.2020 356,18 und der Prüfungsausschuss nimmt die Kassaprüfung einstimmig zur Kenntnis und hat die Schrift unterzeichnet. Als dritten Punkt haben wir uns die Wasserversorgung angeschaut. Uns hat einmal interessiert, sozusagen die Gebühren, Abrechnungen, große Verbraucher, Versorgungen von anderen Gemeinden, das wir ja auch machen. Wir haben von der Finanzabteilung alle Unterlagen bekommen. Wir haben eine Übersicht gekriegt über das Freistädter Wassernetz, haben uns die Gebührenverordnung 2019 und 20 angeschaut, haben die Wasserverbrauchsdaten von Großabnehmern über 1000 Kubikmeter angeschaut, haben uns den Wasserverkauf angeschaut, wie viel wurde verkauft und haben eine Zusammenfassung gekriegt mit Einnahmen und die Versorgung von Teilen in anderen Gemeinden. Wir haben uns die ganzen Bereiche besprochen und haben sie erläutert gekriegt und haben dann gesagt, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Wasserversorgung, wir schätzen die hohe Qualität der Wasserversorgung und haben auch die Entscheidungen aus der Vergangenheit sinnvoll erachtet. Und genau, wir empfehlen weiterhin Investitionen in unser Wassernetz. Als vierten Punkt haben wir gehabt
Österreich Radrundfahrt 2019 und 20 die Förderung, weil eigentlich haben wir ja 2019 diese Radrundfahrt gehabt, wo wir 30.000 Euro bezahlt haben, und es war ja das Vorhaben, dass natürlich 2020 die wieder bei uns sind. Wegen Corona ist das ausgefallen, und wir wollten halt einfach das festhalten, dass wir schon uns erwarten, dass halt, wenn es wieder möglich ist, aus jetzigen Stand 2021 diese Radveranstaltung dann trotzdem wieder in Freistadt stattfindet. Als fünften Punkt unter Allfälliges haben wir eine Anregung gekriegt von unserem Finanzabteilungsleiter, von Martin Reindl, dass wir uns in der Dezember-Sitzung die Eröffnungsbilanz, die ja der Gemeinderat beschließen sollte, bei 1.1.20, und dass wir uns als Prüfungsausschuss, als Gremium, das dafür zuständig ist, dass wir uns diese Eröffnungsbilanz anschauen werden, und das werden wir in unserer nächsten Sitzung natürlich machen. Genau. Und das war unsere 25. Sitzung, und das war mein Bericht, und ich bitte um Abstimmung zur Kenntnisnahme des Prüfberichtes. Danke, Herbert. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke, Gegenstimmen keine. Danke für die Kenntnisnahme. Wir kommen zu den nächsten beiden, zum nächsten Dringlichkeitsantrag, Aufhebung der Parkgebührenverordnung an den Weihnachtswochenenden in der Innenstadt. In den Vorjahren wurden immer an den Einkaufswochenenden die Parkgebührenpflicht in der Innenstadt aufgehoben. Diese Aufhebung der Parkgebühren von Freitag 14 bis 17 Uhr bzw. Samstag 9 bis 12 Uhr soll an allen vier Einkaufswochenenden gelten. Die Auflistung habt ihr hinter mir. Hinzuweisen ist auf die Kurzparkzonenverordnung, die weiterhin gilt. Eine Parkuhr ist daher ordnungsgemäß zu verwenden. In den Anlagen habt ihr die Verordnung gefunden. Gibt es dazu Fragen? Dem ist nicht so, dann stelle ich den Antrag an den Gemeinderat der Verordnung zur Aufhebung der Parkgebührenpflicht an den Einkaufswochenenden im Advent zuzustimmen. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Danke, Gegenstimmen. Dem ist nicht so. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Herzlichen Dank dafür. Wir sind beim letzten Punkt, Allfälliges. Ich möchte nur darauf hinweisen, auf die Zivilschutz-SMS. Bitte macht da Werbung, damit sich da jeder anmeldet. Wer Fragen hat, bitte kommt ins Rathaus zum Ewald Niederberger, der erklärt es. Der macht auch dann das Login. Und wir können zum Beispiel bei Starkregenereignissen und so weiter sofort informieren. Wenn es keine weiteren Punkte mehr gibt, dann wünsche ich allen eine... Herr Klopopmann, Julian Beileitner. Entschuldigung. Ich habe schon noch für mich einen sehr wichtigen, oder für uns einen sehr wichtigen Punkt, und zwar geht es da um die Eintragung der Dokumente für die Gemeinderatssitzung im SessionNet. Also die vorige Woche waren die Dokumente dann erst am Mittwoch nach 18 Uhr online, und das ist eindeutig zu spät. Ich weiß, wir haben da interfraktionell einmal einen Beschluss gefasst, dass 5 Tage, glaube ich, war es ursprünglich vorher drinnen sein soll. Nur am Mittwoch um 18 Uhr dann zu beginnen, da irgendwelche Dokumente durchzuarbeiten, wo Samstag und Sonntag ja grundsätzlich dann auf Gemeindeebene kein Werktag ist. Das ist mir persönlich zu spät. Deswegen möchte ich das da jetzt auch noch ganz offen und öffentlich sagen, dass es für mich ganz wichtig ist, dass im Zuge der Einladung dann auch alle Gemeinderatsdokumente im SessionNet vorhanden sind, beziehungsweise am Montag bis spätestens 15 Uhr das Ganze passiert, damit die Synchronisierung am 15 Uhr dann auch bedeutet oder gleichlautend ist, dass wir die Dokumente zur Verfügung haben. Das Zweite, was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, wir haben, und ich habe das vorher schon gesagt, einen gültigen Gemeinderatsbeschluss, dass wir bis 23 Uhr diese Gemeinderatssitzung haben. Man hat es jetzt gerade gemerkt, wie ich dann nur mal was sagen wollte, dass alle durchgeschnappt haben. Dementsprechend vielleicht 2 Punkte ganz kurz dazu, hoffentlich keine Diskussion mehr. Elisabeth, ich würde dich bitten, einfach das in der Tagesordnung ein bisschen zu berücksichtigen, soweit es halt möglich ist. Und alle anderen würde ich wirklich bitten, den § 46 Absatz 2 der oberösterreichischen Gemeindeordnung nicht dafür zu nutzen, im Gemeinderat sämtliche Punkte durchzubesprechen, die logischerweise und richtigerweise heute dann alle in die dafür zuständigen Ausschüsse verwiesen worden sind. Und das war meine letzte Wortmeldung. Ich werde, selbst wenn es jetzt da noch was gibt, nichts mehr sagen, und wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht.
Danke, bitte Herr Gemeinderat Rainer Wittmann. Der Gemeindeordnung lassen wir jetzt nicht auf für dividieren, aber ich schlage vor, um die Sache zu befrieden, dass wir uns wieder mal als Fraktionsaufnahme zusammensetzen und die Dinge präzisieren. Es gibt auch einige andere Dinge, die mir aufgefallen sind bei der heutigen Sitzung, die ich mit gerne besprochen hätte, um auch Waffengleichheit unter Anführungszeichen für alle zu schaffen. Es kann nicht sein, dass manche Privilegien haben und manche nicht. Manche eine Demokratie ein bisschen beschneiden wollen, die anderen aber nicht. Was bleibt dann übrig? Also ich glaube, an die Gesetze werden und müssen wir sie halten und auf das werde ich auch bestehen und das möchte ich gerne besprechen. Dankeschön. Ich hätte so eine tolle Idee für interfraktionelle Treffen gehabt, wurde dann leider nicht mehr angenommen, aber ich weise wieder darauf hin und ich lade alle Fraktionen herzlich zur Vorbesprechung für den Gemeinderat herzlich ein. Vom Herrn Stadtamtsleiter eine Information an dich, Julian, um 18.05 Uhr war es drinnen, Session nicht aktualisiert um 18 Uhr. Ab 18.05 Uhr waren alle Unterlagen drin. Am Mittwoch. Ja, bitte. Achso, du willst am Montag. Bitte, Herr Stadtamtsleiter. So, ich helfe mir mal so, Julian, wir müssen zwei Fristen unterscheiden. Also eine Woche vorher muss die TO ausgeschickt werden mitsamt der Einleitung. Die Unterlagen müssen 5 Tage vorher bereitstellen im Session. Nicht, das ist richtig, aber eben nicht 7 Tage vorher. Und die Konsequenz, wenn eine Unterlage fehlen würde 5 Tage vorher, wäre auch nicht, dass der Punkt nichtig ist, sondern es müsste dann ein Vertagungsantrag gestellt werden. Bitte wirklich um Verständnis bei einer Tagesordnung von, ich weiß nicht, wie es heute Punkte waren, ich schätze mal 30, 35, 40, ist es oftmals auch nicht möglich, wirklich auf den Punkt genau 5 Tage vorher eine Punktlandung hinzubringen. Wir vom Amt her bemühen uns wirklich sehr. Es waren auch diesmal sämtliche Punkte drinnen, wie gesagt um 18.05 Uhr. Meiner Auslegung nach ist das auch ausreichend, wenn die Sitzung um 18.30 Uhr beginnt. Aber ich glaube, es geht auch nicht um ein paar Minuten und laut Gemeindeordnung sind wirklich 5 Tage vorher ausreichend. Danke, ich bedanke mich für die gute Vorbereitung der Gemeinderatssitzung, auch für die Begleitung bei der Sabrina, beim Florian, beim Martin und beim Walter natürlich auch für die gute Begleitung von Seiten des Salzhof-Teams. Herzlichen Dank und ich wünsche allen eine gute Nacht.